Wir dürfen heute eure Moderatoren sein hier aus der Talk-Ecke. Ich heiße Clara und das ist mein Kollege Tom. Wir freuen uns voll, dass wir das heute gemeinsam machen dürfen. Und genau, vielleicht, Tom, erzählt uns, was ist gestern schon passiert? Vielleicht auch für die Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wunderschön, dass du mit dabei bist heute am Pfingstsonntag, diesen großen Festtag, was wir gemeinsam feiern dürfen. Wir haben gestern bereits einen ganz besonderen Tag gehabt zu Pfingsten. Wir haben viele Vorträge gehabt, wir haben Lobpreis genossen, durch und durch, und wir haben einen starken Gebetsabend, einen Heilungsabend, einen prophetischen Abend gestern schon erlebt, und man kann sagen, die Stadt wird schon langsam wieder pfingstlich durchflutet, so wie wir das für die letzten Jahre bereits kennen. Total genial, total schön. Und gestern, während dem Tag durch, haben wir eigentlich schon einige Highlights gehabt, Clara. Auf jeden Fall. Also der Kongress steht ja unter dem Motto Shekinah, die Herrlichkeit Gottes. Und davon war gestern so viel zu spüren. Also es war einfach schön zu sehen, wie viele Leute da sind und wie lebendig einfach die Liebe ist und die Sehnsucht nach Gott. Genau, und voll zu spüren war es auf jeden Fall auch im Lobpreis. Ich persönlich habe es so genossen, einfach wieder mit vielen Menschen gemeinsam zu beten und Lobpreis zu machen, was jetzt auch in dieser Zeit einfach aufgrund der Situation lang nicht ging und was mir persönlich eine Herzensfreude war, dass es wieder ging. Ja, ja. Man kann sagen, da ist Kirche so richtig lebendig, da tut sich was, da erlebt man was, da ist Gemeinschaft spürbar, da ist ganz, ganz viel Gegenwart Gottes spürbar. Ich glaube, man kann es so, so beschreiben. Ja, und ich glaube, also meine persönliche Sehnsucht ist, dass genau so Kirche ist, dass die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes einfach da ist. Und ja, also zum Thema Kirche, da haben wir zwei Experten, die wir gerne ein paar Dinge fragen würden. Es ist uns eine Riesenfreude, dass wir jetzt den Patrick Knittelfelder und die Lisa Perwein begrüßen dürfen. Kommt zu uns. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke. Guten Morgen. Lisa und Patrick, ihr seid zwei Pioniere im Church-Business, kann man so sagen. Im Sunday Morning, einige Zuschauer werden das bestimmt kennen. Ihr habt seit Jahren euch damit beschäftigt, Kirche aufzubauen oder Kirche zu verändern, mitzugestalten, ganz aktiv. Yeah. Und ihr seid einfach sehr, sehr lebendig im Glauben unterwegs. Ich darf euch gleich mal fragen dazu, was braucht Kirche in diesen Tagen? Mal ganz kurz, Lisa. Naja, jetzt habe ich gestern den Vortrag von Johannes Hartl gehört. Er braucht die Gegenwart Gottes. Aber also wir versuchen in der Home Church, also es gibt seit 4 Jahren den Sunday Morning. Wir werden heute auch den Sunday Morning im Rahmen des Pfingstkongresses gemeinsam feiern. Und aus dem Sunday Morning ist die Home Church entstanden. Und wir versuchen einfach Kirche zu leben, wie Gott sie das gedacht hat. Mit Liturgie, mit Gemeinschaft, mit hilf mir. Mit Diakonie. Mit Diakonie, genau, also Nächstenliebe und mit der Verkündigung. Und so versuchen wir Kirche zu leben. Cool, cool. Ja, voll. Patrick, du bist erfolgreicher Unternehmer, aber du hast hast ein Riesenherz für Kirche. Und ich meine, was wir hier in Salzburg haben, das ist auf jeden Fall einfach unglaublich, was Gott hier schon alles getan hat. Aber was würdest du jetzt jemandem sagen, der vielleicht irgendwo auf dem Dorf ist, alleine voll die Sehnsucht hat nach Gott, aber und vielleicht auch die Sehnsucht, was zu starten, aber es gibt keinen Anfang. Also wo fängt man an? Was würdest du so einer Person sagen? Ja, vielleicht sehr raffe Worte. Danke für die Frage. Viele Leute kommen und sagen, sie leben irgendwo, so wie hier jetzt beim Pfingstkongress, Fest der Jugend, erleben Kirche lebendig, kommen dann wieder zurück irgendwo hin und dann heißt es schön, ja, geh hin und werde dann dort fruchtbar in einer Pfarrei. Das klingt alles super, ja. Die Wahrheit ist, meistens funktioniert es nicht. Sondern ich glaube, dass sich Kirche und Gemeinde massiv verändern werden in den nächsten Jahren und dass es glaube ich, gar nicht anders gehen kann, dass es also sowohl in der Stadt, das ist leichter, als auch in der Fläche, im Land draußen, dass es einfach Zentren gibt, wo sich irgendwas hinbewegt. Ja. Und wenn ich noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, geh irgendwo hin und beginne etwas, scharre 2, 3 Leute um dich herum, würde ich heute sagen, schau mal, wo schon was ist, häng dich dort dran und stütze die. Und wenn sie ist, dann pack dein Auto, nimm deine Kraxen und fahr 20 Kilometer und engagiere dich vielleicht in einem Nachbar oder übernächsten Ort oder überübernächsten Ort. Mhm. Es ist, glaube ich, so, wir gehen von einer großen Transition, von einer Volkskirche, von der, wo jeder irgendwie reingeboren wird, dann wieder tauft, untertaucht, rausgezogen aus dem Wasser und dann soll sein ganzes Leben neu sein. Und wir sehen in der überdimensionalen Welt ja, aber hier ist das nicht immer der Fall, immer mehr zu einer
Bekennerkirche hin und da braucht es starke Orte, wo so etwas gelebt wird. Und ich bin immens stolz, dass es in Salzburg, neben vielen, vielen, vielen anderen Orten, so etwas gibt. Würdest du sagen, dass jetzt die Pandemie so ein bisschen ein Prozessbeschleuniger war? Das sind so Worte, was man immer wieder hört. In der Pandemie hat sich viel verändert, vielleicht ganz anders wie erwartet. War das Prozessbeschleuniger, Lisa? Auf alle Fälle. Also wir sind ja eigentlich schon lange hybrid gefahren. Das heißt, mit der Kirche vor Ort, aber auch mit Livestream, haben diverse Medienpartner, wo Menschen mit uns mitfeiern. Und natürlich durch die Pandemie, wir haben eigentlich sofort im ersten Lockdown umgestellt auf Kirche im Wohnzimmer. Und somit haben wir echt viele, viele Menschen erreicht im letzten Jahr. Wahrscheinlich mehr als ohne Corona, würde ich jetzt mal behaupten. Und insofern war das für uns auch ein Boost. Natürlich für die Gemeinde vor Ort schon schwierig, dass man sich nicht treffen darf, Gemeinschaft so wichtig ist, aber wir haben versucht, echt das Beste draus zu machen und die Online-Kirche auch gut aufzubauen. Cool. Wenn ich noch ergänzen kann, Kirche, also es gibt Gemeinden und Kirchen, die haben diese Transition mitgemacht, ja, und dann gibt es andere, die haben sie nicht mitgemacht. Und das ist auch wir sind alle digitalisiert worden, quasi in einem sehr rapiden Tempo. Und viele neue Dinge sind hervorgekommen, viele neue Formate. Zum Beispiel unser Healing Prayer ist jetzt wöchentlich übertragen mit extrem tollen Feedback. Ja. Magst du das kurz erklären, was dieses Healing Prayer ist? Jeden Donnerstag am Abend um 19.30 Uhr haben wir das. Einfach ein allgemeines Gebet um Heilung und Leute klicken sich ein, gehen in Healing Rooms, per Zoom hinein. Und dort passieren auch Heilungen? Passieren Heilungen und Leute genießen diese Gegenwart Gottes, diese Shechina, dass das Thema hier ist. Oder andere Initiativen, weil ich gerade Marisch sehe, da wird zum Beispiel ein Podcast kommt raus, der heißt Nähkästchen, wo Marisch mit einer ehemaligen Studentin von uns, die jetzt in Wo sitzt sie? In Paderborn ist die Tini. Paderborn sitzt sie, die Tini. Ein super Podcast machen. Und wahrscheinlich ist die Pandemie da so ein richtiger Treiber dazu. Mhm. Man darf nicht vergessen, dass diese Pandemie ja gesellschaftsrelevant ist und massive Veränderungen in der ganzen Gesellschaft macht. Und da müssen wir mitziehen. Mhm. Und ich glaube, wir sind ganz gut dran. Gell? Und die Frage steht dahinter, wie weit kann man Kirche digitalisieren? Ja, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil Kirche lebt davon, dass wir streiten und sie Köpfe einhauen, sagen, du bist blöd, nein, du bist blöd, ich rede mit dir nie mehr, ich rede mit dir auch nie mehr, dann gehen wir nach Hause, dann tut es uns leid, dann weinen wir, dann komme ich am nächsten Tag und sage, Lisa, es tut mir so leid, Lisa sagt, nein, mir tut es so leid, dann weißt du, das liegt in meiner Vergangenheit und nicht in meiner Zukunft und so weiter. Und dann, das klingt ein bisschen anstrengend. Kann ich Kirche ist Vergebenheit. Leben ist wunderschön und Leben ist anstrengend. Ja. Ja, und wir ist das, was Lebendigkeit erst schafft in der Kirche auch? Ja. Ja, und Menschen sind zerbrechlich. Ich meine, es ist schon okay, für eine gewisse Zeit eine Online-Kirche zu haben. Ja. Das ist total okay. Und wir erleben jetzt auch, dass Menschen nicht mehr in einen traditionellen Gottesdienst gehen, weil sie sagen, ich habe mir Kirche einfach abgewöhnt jetzt im Laufe der Zeit. Ja? Und es ist okay, für eine gewisse Zeit auf Online umzustellen. Aber du brauchst Menschen gegenüber, du brauchst dieses Zerstreiten, du brauchst diese ganzen biochemischen Prozesse, Dopamine, Serotonine, Oxytocine, das braucht man. Du kannst nicht daheim deinem Teddybären die Hände auflegen und für ihn beten und mit deiner Arbeit Mittagessen. Das klappt nur kurzfristig. Ja. Danke, Patrick. Wir wollen ganz kurz auch alle noch begrüßen, die jetzt neu am Stream dazugekommen sind. Schön, dass ihr dabei seid. Hier bei uns sitzen der Patrick Knittelfelder und die Lisa Perwein. Und es ist uns gerade eine große Freude. Falls ihr irgendwelche Fragen an sie habt, schreibt es voll gerne in den Chat rein, in den Stream. Und dann werden wir auch eure Fragen stellen. Jetzt habe ich zuerst noch eine Frage an dich, Lisa. Und zwar, du bist eine Frau und du leitest eine Kirche. Und auch innerhalb der katholischen Kirche. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie ist das? Ja, das stimmt und funktioniert so, dass wir eine Doppelspitze haben, und zwar eine geistige Leitung, das ist der Gerhard Viehhauser, der Priester, und ich mache die operative Leitung, also alles, was rundherum passiert. Und deshalb ist es so möglich, ja, im freikirchlichen Jargon würde man sagen, wirklich Pastorin. Ja. Genau, gibt es bei uns in der katholischen Kirche nicht, aber es ist für mich schon ein Riesenprivileg und eine Ehre, das so tun zu dürfen, und ist, glaube ich, schon was Einmaliges oder Erstmaliges in der katholischen Kirche. Patrick, es interessiert mich nur, vor 6, 7 Jahren das Ganze gestartet. Was ist die größte Angst oder die größte Sorge, wo man hat, man startet jetzt ganz was Neues, vielleicht auch im Kirchenumfeld?
Ja, dazu muss man sagen, dass das Sunday Morning ja nicht gestartet worden ist als Prestigeprojekt. Der ist auch nicht gestartet worden, weil wir gesagt haben, das taugt uns so. Oder wir würden gerne die Lisa als operative Leiterin einsetzen. Ähnlich eine Frau als Pastorin. Eine Frau aus, als Pastorin. Das ist überhaupt nicht die Überlegung, sondern die Home Church, alles, was da mit dem Sunday Morning zusammenhängt. Wir haben ja heute Vormittag einen so einen Sunday Morning. Da kann man sich gleich live anschauen, wie das läuft. Also ein barrierefreier Gottesdienst. Es gibt nichts, wo Menschen nicht mit können, die Kirchen fernsehen. Und es gibt einen konkreten Grund und ein konkretes Need, warum das Sunday Morning entstanden ist. Und das Need ist folgendes, dass wir Loreto sind sehr gut in der Grundverkündigung. Wir können sehr gut Menschen für Christus begeistern. Und das nächste Angebot ist, dann gibt es einen Gebetskreis. Und das übernächste Angebot ist dann die Heilige Messe, Quelle und Höhepunkt des geistigen Lebens. Das ist großartig, nur den Sprung macht niemand darauf. Und wenn wir ganz nüchtern analysieren, wie fruchtbar wir sind, dann kommen wir drauf, dass kaum einer den großen Sprung reinmacht. Ja. Also fehlt dazwischen etwas. Wir müssen eine Transition schaffen von einem, sag ich mal, von einem Alpha-Kurs hinein in das Geheimnis, in die Mystik, ins Herz der Mystik der Kirche in der Eucharistie rein. Und das Sunday Morning ist die Rampe quasi, wo das durchläuft. Und das ist am Reißbrett ganz nüchtern entstanden, nach einfach strategischen Überlegungen. Nichts Molto, Troppo, Emotionen, nichts Reißbrett. Keine 30 dran, Jahre vorher Pläne gezeichnet. Und keine 1000 Gebetszeiten, oh Herr, schmeiß was Neues vom Himmel, wenn es dann überhaupt nicht. Das ist einfach eine ganz logisch-strategische Verbindung von Alpha, Gebetskreis, Erstverkündigung, hinein in das mystische Zentrum der Kirche. Also ich habe vielleicht eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen scharf an, aber gestern war Dr. Johannes Hartl da, hat meiner Meinung nach einen Hammer-Talk gehalten. Amen. Und hat unter anderem eben auch gesagt, ja, wir stellen viel zu oft die Frage eigentlich so, was braucht Kirche, damit es für junge Leute aktiv ist, attraktiv ist, was müssen wir machen? Aber die eigentliche Frage ist doch, was muss Kirche tun, damit sie für Gott attraktiv ist? Dass die Gegenwart Gottes da ist. Die Frage würde ich euch gerne stellen. Was ist eure Antwort? Also offen sein für Gott natürlich. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir Kirche leiten und versuchen Kirche zu leben, dass wir Beziehung zu Gott haben, dass Gott an erster Stelle steht, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Wie führt er uns? Wie leitet er uns? Und ich glaube, dass das einfach ein Schlüssel ist. Und er zeigt uns ja viele Dinge. Und ich finde, der Heilige Geist zeigt uns auch Dinge, was wir nach außen hin machen sollen. Also ich glaube, aus dem Heiligen Geist entsteht total viel an Kreativität, an Schönheit, wie wir Gottesdienste machen und veranstalten. Aus dem, glaube ich, fließt ganz viel heraus. Ganz kurz, ja. Weil ich noch kurz ergänzen darf, ja. Es gibt das Problem des professionellen Unglaubens. Ja. Und wenn ich auch gleich scharf zurückschießen darf, Unglaube ist in unserer Kirche überall eingezogen. Und es gibt den professionellen Unglaube. Der professionelle Unglaube ist die, dass viele Kirchenbeschäftigte in eine Art praktischen Unglauben kommen. Da fängt man dann an, sich um Plastiktüten zu kümmern und um Umweltschutz. Das ist alles total wichtig, ist ja eh keine Frage. Ja. Aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen, ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszuführen, in so eine Situation kommen und sage, ich glaube eigentlich nicht mehr daran, dass Gott heute und jetzt und hier übernatürlich eingreift. Ja. Und um dieses, das hat Johannes Hartl gestern so wunderbar gesagt, wie hat er gesagt, wenn was sucht Gott? Einen Leiter, der sich die Frage stellt, wo die Gegenwart Gottes ist. Genau, ja. Der sich die Frage stellt, wo ist die Gegenwart Gottes ist. Mhm. Das müssen wir uns mit allen Mitteln erhalten. Und wenn wir das verlieren, brauchen wir keine Home Church mehr, dann machen wir lieber einen Fußballclub oder einen Oktoberfestclub. Das würde mir persönlich noch mehr taugen. Wir werden jetzt gleich überleiten in die erste Worship-Session. Heute werden wir den ersten Sunday Morning erleben. Wir haben das Thema jetzt kurz angeknappert. Gebt uns einen ganz kurzen Taste. Was erleben wir heute beim Sunday Morning? Lisa? Sunday Morning ist ein Gottesdienst, wie der Patrick schon gesagt hat, barrierefrei, niederschwellig, vielleicht auch von der Sprache. Also wir formulieren Dinge eigentlich oft auch sehr selbstständig. Wir erleben einen Hammer-Preach vom Georg Mayer-Mellnow. Also es ist vor dem wirklichen Gottesdienst erleben wir immer Worship und eine Message der Woche. Also das ist so, wie der Sunday Morning beginnt. Dann gehen wir über in den Wortgottesdienst und dann in die Eucharistiefeier. Super. Und so. Cool. Danke euch drauf. Von Herzen fürs Zeitnehmen, dass ihr so gerne einen Gusto gemacht habt. Wir sehen euch noch öfters. An dieser Stelle dürfen wir bereits schon langsam überleiten in den Lobpreis. Genau. Apropos Lobpreis, Clara.
Genau, und von der Loretto Music, von der Band Break It High gibt es einen neuen Release. Den werden wir gleich einspielen für euch und wir wünschen euch einfach eine richtig gute Zeit jetzt mit Gott im Lobpreis. Er ist da und er will euch begegnen, uns allen. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Danke, ciao, wir freuen uns auf einen scharfen Tag. Ja. Wunderbar. Amen. Nehmt euch Zeit, magst du ja bequem und gemütlich zu Hause, vor allem im Lobpreis, das ist die Zeit, wo Gott direkt in dein Wohnzimmer herunterkommen kann, herunterkommen will und das ist die Zeit, wo du leben kannst. Genau, ja, und vielleicht nimm auch irgendwie eine Position ein, wo du einfach gut beten kannst, wo du gut mit Gott connecten kannst, wo du mit ihm in Verbindung treten kannst. Genau, wo sich Gott auch wohlfühlt. Also das ist vielleicht ganz, ganz oft der Key. Richtig. Und wenn dich das nicht interessiert, kannst du natürlich dann nach dem heutigen Programm das Ganze von gestern noch nachschauen. Ja, genau, vielleicht für alle, die gestern noch nicht dabei waren. Natürlich ist auf YouTube alles verfügbar. Wir freuen uns voll, wenn ihr es euch anschaut. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Ja. Dass ihr mit dabei seid. Ja, und an dieser Stelle übergeben wir jetzt direkt live rein in unser Hauptstudio drinnen in der Uni-Aula. Wir sind in Salzburg, für alle, die was noch nicht mitbekommen, sonst wir waren die letzten Jahre ewig lange, seit gut 20 Jahren im Salzburger Dom, sind dieses Jahr zurückgezogen in die Aula und dort schicken wir euch jetzt weiter. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. In ihm sind dir all deine Sünden vergeben. Gott selbst ist für uns. Wer will sich dann gegen uns stellen? Du bist ein Kind Gottes. Du hast den Heiligen Geist als Siegel empfangen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist von Gott erwählt. Du kannst nicht abgelehnt werden. Gott ist immer für dich und er wird dir nichts vorenthalten. Du darfst neu anfangen. Nichts, absolut nichts kann verhindern, dass du geliebt bist von Jesus, deinem Herrn. Du bist gesegnet mit allem Segen. Thank you.
Heute Morgen, dass du dem ein Lied gibst, was jetzt in dir ist, was in deinem Herzen ist. Beginn zu singen, beginn es auszudrücken, beginn dem Herrn dein Lied zu singen, das nur du singen kannst, sonst niemand anderer. And I'm dead.
zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst ihn, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, willst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Wach.
spricht es aus, für was ihr dankbar seid. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus. Worthy is your name.
Ganz stark den Eindruck und habe diesen Eindruck auch schon heute Morgen im Gebet gehabt, dass der Herr Tränen der Heilung und der Anbetung schenken möchte in diesem Lobpreis und heute an diesem Tag. Und Tränen der Heilung und Tränen der Befreiung. Gnadenströme von lebendigem Wasser. Danke dir, Herr. Ganz stark den Eindruck und habe diesen Eindruck auch schon heute Morgen im Gebet gehabt, dass der Herr Tränen der Heilung und der Anbetung schenken möchte in diesem Lobpreis und heute an diesem Tag. Und Tränen der Heilung und Tränen der Befreiung. Gnadenströme von lebendigem Wasser. Danke dir, Herr, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir für alles, was du tust und was du schenkst. Ich möchte dich einladen, das zuzulassen, was der Herr jetzt tun möchte an dir und an uns. Danke, Herr, für alles, was du schenkst. Danke, dass du gegenwärtig bist. Wir beten dich an und wir lieben dich.
Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass du da bist und dass du unter uns bist durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Jesus, danke für all das, was du jetzt unter uns tun willst, auch an diesem Morgen des Pfingstentages. Jesus, wir sind vor dir und wir danken dir, dass du der Auferstandene bist, der Erhöhte, zum Vater, der den Geist ausgießt ohne Maß. Dieses ohne Maß ersehnen wir, Herr, jetzt in diesem Augenblick. Es ist bald die Zeit damals, als Maria mit den Aposteln und den Jüngern und Jüngerinnen versammelt war. Und der Geist kam wie ein Brausen mit Feuerzungen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du jetzt da bist und dass du uns rufst einfach in deine Gegenwart. Wir dürfen so vor dich hintreten, wie wir sind. Du liebst uns so, wie wir sind. Ohne eine Bedingung, dass wir schon perfekt sein müssen. Alles können und die Supertypen. Danke, Jesus, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. In aller Freiheit, als Kinder unseres geliebten himmlischen Vaters, Söhne und Töchter, durch den Geist, der in uns ruft, Abba, Abba, lieber Vater. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Danke, dass du uns führst und uns leitest. Du bist unser Lenker und Führer. Du schenkst uns deine Gaben, die uns befähigen, dass wir dienen und aufbauen deinen Leib, Herr. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du uns einlädst, einfach zu fragen, wirklich ganz ehrlich in unserem Herzen zu fragen, Herr, was bewegt dein Herz? Herr, was bewegt dein Herz? Was ist unser Part, dass dein Herz berührt wird? Denn du berührst uns und du berührst uns jetzt, jeden Einzelnen. Ich glaube, Herr, du wirst berührt von uns, dein Herz wird bewegt von uns, wenn wir so vor dir sind, wie wir sind, mit unserer Armut, mit unseren Fehlern und Schwächen, aber auch den vielen guten Fähigkeiten und Zeiten, die du schon in uns hineingelegt hast. Dass wir einfach Kinder sind, die dich lieben, die nichts anderes auf den Lippen haben, als zu sagen, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Danke, Jesus, dass das dein Herz bewegt. Dass dieses dein Herz bewegt und dieses Herz bewegt durch unsere Liebe zu dir, die wir oft schwach und in unserer Gebrochenheit nur bringen können, aber mit ganzer Hingabe und Liebe, du nimmst sie an. Und dann sagst du uns auch, folge mir nach. Jesus, danke, dass wir dein Herz berühren dürfen, weil wir dich lieben. Und dass jetzt jeder Einzelne, ich lade euch ein, dass wir einfach das Jesus sagen, dem Vater sagen, dem Heiligen Geist sagen, Herr, ich liebe dich. Du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Danke, dass das dein Herz bewegt. Ich will es ausgießen wie Öl. Ich will dir ein Lied singen, Herr, mit all den guten Melodien, die du im Herz legst. Jesus, Heiliger Geist, du machst mich zum Wohlgeruch. Es ist dein Werk, nicht mein Werk. Und wenn du, Heiliger Geist, uns zum Wohlgeruch machst, sind wir eine Freude für den himmlischen Vater. So preisen wir dich, Herr, an diesem Morgen und preisen, dass du jetzt mit der ganzen Kraft und Fülle deiner Liebe neu auf uns herabkommst, mit deinem Heiligen Geist unser Herz berührst und alles mitbringst aus der Höhe, alle Gaben und Geschenke, die du bereit hast für uns.
Aber Herr, wir haben eine Sehnsucht, dass wir einfach durch das, was wir sind, was wir leben, wie wir dir nachfolgen, dein Herz berühren. So wie du uns berührt hast, so wie du uns gefunden hast, bevor wir dich gesucht haben. Herr, wir preisen dich für diese wunderbare Zeit, die du uns schenkst, für deine Gegenwart unter uns, die uns bewegt, die uns aufbaut und aufrichtet. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke. No matter how much the cost, I freely give it all to you. Just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe. Pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Thank you.
Amen. Pfingsten in Jerusalem und Pfingsten in Salzburg. Heute ist der hohe Pfingsttag, ihr wisst es alle, aber ich rufe es mir und ich rufe es uns in Erinnerung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder ein Zeugnis haben werden, wieder jemand ganz junger. Und bevor die Elisabeth hier zu mir kommt, darf ich euch zwei kleine Dinge sagen oder zwei kleine Ansagen. Das eine ist, auch wenn wir heuer nur wenige live vor Ort sind, aber es sind ganz viele mit uns verbunden, Stream über die Radios, gibt es wieder die Einladung auf festerjugend.at, das ist unsere Pfingstseite, auch wo die ganzen Videos drüber laufen, werden wir ab heute Mittag das Pfingstbuch, also viele von euch, die schon einmal da waren, wissen, was das ist, so eine kleine Rubrik freischalten, wo du deine 2, 3, 4, 5 Zeilen hineinschreiben kannst. Und ich lade euch alle von Herzen ein. Warum? Der Maxi hat es gestern oder die Berner sehr schön gesagt. Es dient zur Auferbauung für uns. Ein Zeugnis ist immer zur Auferbauung für uns. Also herzliche Einladung an euch live hier vor Ort, in der Aula, im gotischen Saal. Aber auch wenn ihr vielleicht im Stream verbunden wart mit uns, irgendwo auf der ganzen Welt und dich Dinge besonders berührt haben, du was Wunderschönes erfahren hast. Ich habe einige Mails und WhatsApps heute in der Nacht bekommen von Leuten, die wunderschöne Dinge erzählen. Ermutigung, das auch in das Zeugnisbuch zu schreiben. Und das Zweite ist, ich mache das nur einmal an dem ganzen Wochenende, wir haben immer wieder, kommt diese kleine Einblendung, diese Bauchbinde, danke für deine Spende, danke für ihre Spende. Wir haben uns entschieden, dieses Pfingstfestival hinaus zu streamen in die ganze Welt. Und das können sich viele von euch vorstellen, mit diesem Stream ist ein ganz schönes Paket an Kosten verbunden. Die ganze Technik, die Kameras, alles, was dazugehört. Und da bin ich ganz besonders dankbar, wenn wir das abdecken könnten. Also an euch alle da draußen, die ihr via Radio oder Stream mit uns verbunden seid, bitte, bitte um deinen kleinen Beitrag in den nächsten Tagen. So, liebe Elisabeth, kommt zu mir. Gestern war der Christoph hier bei uns, ein junger Oberösterreicher. Heute kommt eine junge Steirerin, Obersteiermark, Trofeiach, Elisabeth. Jetzt stelle ich dich gar nicht zu lange vor, Elisabeth, um deine Zeit nicht zu schneiden. Sie macht auch die J9 jetzt bei uns hier in Salzburg. Und ich habe sie gefragt und gebeten, ob sie ein Zeugnis geben möchte. Ich bete ganz kurz für dich, Elisabeth, wenn ich darf. Danke, Herr, für die Elisabeth. Danke für ihr Yes. Danke, dass sie jetzt hier steht. Danke, Herr, für den wunderschönen Weg, den du mit ihr gehst. Und ich bitte dich, dass du sie jetzt segnest und salbst in dieser Zeit, wo sie ihr Zeugnis geben wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, danke, lieber Georg. Du hast mir die Vorstellung vorweggenommen. Es ist mir echt voll die Freude und voll die Ehre, dass ich da heute stehen darf. Und ich möchte ehrlich mit euch sein, es fällt mir echt gar nicht so leicht. Aber mich das so berührt, was der Johannes Hartl gestern gesagt hat. Und zwar, es geht wirklich um diese Verfügbarkeit und nicht um Perfektion. Ja. Und deswegen möchte ich Gott heute die Chance geben, dass er mich verwenden darf. Ich möchte euch ein bisschen was aus meinem Background, aus meiner Kindheit, aus meiner Familie erzählen. Also ich habe 5 Geschwister und ich liebe sie sehr. Wir haben echt eine schöne Verbundenheit. Und ich würde sagen, ich bin schon in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Also meine Mama ist schon sehr gläubig und schon auch sehr religiös. Und wir sind, also es war ganz normal, dass wir jeden Sonntag irgendwie in die Messe gegangen sind, dass wir gemeinsam gebetet haben. Und ich muss schon sagen, es war nicht immer ganz freiwillig. Vielleicht kennt ihr es ja von euch. Und wenn ich ehrlich bin, war es keine echte Beziehung. Also ich habe keine Beziehung zu Jesus gehabt und keinen richtigen Glauben. Sondern es war eigentlich viel mehr Gesetz. Und es ist sehr lang so gewesen, also bis ich ungefähr 12 Jahre war. Und dann ist was Krasses einfach in unserer Familie passiert. Und das hat unseren Glauben wirklich, oder den Glauben meiner Mama sehr erschüttert, glaube ich. Und
Und so ist es ein bisschen weggefallen in unserer Familie und es hat für mich auch keinen Grund mehr gegeben, irgendwie dran zu bleiben, weil ich habe nicht wirklich eine Beziehung gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja passt, so Glaube hat sie erledigt und ja, ist mir recht so ein bisschen. Und dann habe ich mich firmen lassen, es war ja für mich irgendwie echt klar, dass ich mich firmen lasse. Ich glaube schon, dass der Heilige Geist damals schon in mir gewirkt hat. Und dann nach meiner Firmung hat mich meine Mama ermutigt, dass ich zu einem christlichen Event fahre. Und ich bin, Mama, ich bin dir so dankbar, dass du das gemacht hast. Und ich habe echt überhaupt keinen Bock gehabt, ehrlich. Und ich bin da hingefahren und ich war die Hälfte vom Programm nicht dabei. Also das war das Jugendtreffen in Pöllerdon. Aber was mich wirklich berührt hat, war der Lobpreis. Und der Heilige Geist hat mir wirklich voll, so wie ein Magnet, irgendwie voll angezogen im Lobpreis. Und dann war es so, dass ich am letzten Tag wirklich zum ganzen Programm geblieben bin und mitgesungen habe und also meine Hände so ein bisschen gehoben habe. Dann war der Abend der Barmherzigkeit und es war eucharistische Anbetung und da war so ein riesiges Bild von Jesus und wow, ich habe gewusst in dem Moment, er steht jetzt vor mir und ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so eine krasse Liebe erfahren. Und ich habe gewusst, okay, das ist jetzt die Wahrheit. Und ich habe gewusst, wow, das ist mein Leben und dem möchte ich wirklich nachgehen. Und mein Leben hat sich dann sehr, sehr krass verändert, würde ich sagen. Und also das war 2014 und ich muss sagen, es ist ein Prozess, es ist nicht von der einen Sekunde auf die nächste Sekunde passiert. Das dauert einfach und ich würde sagen, Gott war immer da und er hat mir so viel Heilung geschenkt und er hat so viel gearbeitet im Verborgenen. Und ich möchte euch nur von einer kleinen Zeit in meinem Leben erzählen, was irgendwie nicht so cool war. Später, wie ich so 16, 17 war, habe ich sehr viel, also viel die Schwere von meinem Leben gehabt. Sehr viel Traurigkeit, sehr viel Einsamkeit. Und in dieser Zeit, also ich muss echt sagen, war Jesus da. Und er hat mich nie allein lassen. Und ich glaube, ich möchte euch sagen, dass, wenn es dir vielleicht so geht, dass er wirklich da ist und dass er dich nicht allein lässt. Und ich glaube, dass wir aussteigen müssen aus unserem Strudeln des Selbstmitleids. Und dass wir anfangen müssen, auf Gott zu schauen. Und ich möchte euch nur ein Zeugnis erzählen oder irgendwie sagen, wie der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Also es ist ganz aktuell von der letzten Woche. Als ich gewusst habe, dass ich heute ein Zeugnis geben darf, habe ich ein bisschen mit Gott gehadert und mit dem Heiligen Geist und so, okay, was soll ich erzählen, was soll ich machen? Und er hat mir aufs Herz gelegt, dass ich einen Song schreiben soll. Und ich so, okay, ich habe noch nie einen Song geschrieben. Also ich hab im Februar angefangen zum Klavierspielen und ich so, okay, wie soll ich das machen? Irgendwie fühle ich mich nicht bereit und ich habe gewartet. Und er hat am nächsten Tag wieder zu mir gesprochen und gesagt, okay, bitte mach den Song und es ist voll wichtig. Und ich habe mich hingesetzt und habe angefangen zum Schreiben und ich glaube, dass der Heilige Geist das eigentlich gemacht hat, weil ich weiß halt nicht, wie es aus mir kennt. Und es geht nicht um Perfektion, es geht um Verfügbarkeit.
Und ich möchte ganz kurz erzählen von dem Inhalt. Also ich werde den Song halt für euch spielen. Bitte seid barmherzig mit mir. Und es geht um die Bibelstelle in Matthäus 14, 26, 32, wo Jesus übers Wasser geht und Petrus aus dem Boot aussteigt. Und ich glaube, das ist so meine Lebenssehnsucht, also den Schritt ins Unmögliche zu wagen und den Blick dabei auf ihn gerichtet zu haben und ihm zu vertrauen, also wirklich mein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Und dabei diese Sehnsucht nach mehr im Herzen. Und ich möchte das halt für euch singen als Teil von meiner Geschichte, aber als Ermutigung an euch. Weil er ladet euch wirklich ein, dass ihr aus dem Boot aussteigt, aus dem Boot der Sicherheiten und aufs Wasser geht's. Ja. Und wenn ihr übers Wasser geht, dann ist er da. Ja. Und jetzt werde ich das Lied vielleicht spielen. Ich stehe hier, das Festland liegt schon hinter mir. Meine Sicherheiten aufgegeben, hinter mir mein altes Leben. Ich hab dein Licht gesehen und die Wahrheit erkannt, den liebenden Blick auf mir gespürt. Von dir gekostet, deine Gegenwart, weil ich nicht anders kann, weil ich nicht anders kann, streck ich mich aus nach dir. Meine größte Sehnsucht bist du, strecke mich aus nach dir. Meine größte Sehnsucht bist du, du sagst komm, steig aus. Ich steige aus und wage den Schritt. Ich folge dir aufs Wasser, denn ich will mehr. Ich
Elisabeth, danke. So gut, gib mir noch einmal einen guten Applaus, bitte. Um 10.30 Uhr starten wir mit dem Sunday Morning und ich brauche jetzt noch einige Minuten bitte, um euch ein paar Infos zu geben oder euch ein bisschen zu erzählen, was unsere Vision für Pfingsten 2022 und folgend ist, also wie es weitergehen wird. Vor genau 21 Jahren ging es hier los, das habe ich schon oft gesagt, in der Aula, damals war unser erstes Pfingstfest, wir waren ungefähr 100 Leute, unser Erzbischof damals, Georg Eder war dabei, Pater Andreas war damals auch schon dabei und einige andere. Im zweiten Jahr waren es dann 150, dann 300, dann 1000. Der Schneeball hat sich so gedreht und ist immer größer geworden. Wir sind von hier nach Blasius rübergegangen, haben dann den Innenhof drüben überdacht. Dann ist das zu klein geworden. Dann sind wir in die Universitätskirche gegangen, ist die zu klein geworden. Dann sind wir in den Dom hinübergegangen, ist der ein bisschen zu klein geworden. Dann haben wir den Domplatz noch dazu eingenommen. Vor zwei Jahren haben wir schon Teile der Residenz erobert und viele haben sich die Frage gestellt, wie soll denn das nur weitergehen? In diesen letzten 21 Jahren, und ich glaube, ihr seid alle Zeugen davon, sind so viele wunderschöne Dinge passiert. Tausende Menschen, ich erinnere mich immer am Sonntag am Nachmittag, tausende Menschen, die Jesus am Pfingstsonntag in Salzburg ihr Leben anvertraut haben, übergeben haben, nach Hause zurückgekommen sind, mit tollen Dingen begonnen haben, Apostolate initiiert haben. Und ich glaube, im Himmel, wenn wir mal alle in den Himmel kommen und zurückschauen, dann werden wir erst sehen, wie viele Früchte aus diesem Pfingst-Events von Salzburg entstanden sind. Wir sehen ja jetzt nur ganz wenig. Ein kurzer Blick in die Geschichte dieser Diözese vor ungefähr 1300 Jahren, also ein kleines Zeitl her, vor ungefähr 1300 Jahren errichteten unsere Salzburger Bischöfe, das waren zum großen Teil irische Missionare, hier in Salzburg, gar nicht weit weg von hier, 500 Meter da hinüber, ein großes Missionszentrum. Mehr und mehr wahrscheinlich, ich war damals nicht dabei, wahrscheinlich, vor allem junge Menschen sind gekommen nach Salzburg und haben sich hier ausbilden lassen, haben sich hier zurüsten lassen, haben hier eine bewusste Entscheidung für den Herrn getroffen. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo sie ausgesandt worden sind, hinausgeschickt worden sind, ermutigt worden sind. Sie müssen jetzt selber Verantwortung übernehmen. Die Zeit des Empfangens, die Zeit der Ausbildung, die Zeit der Zurüstung ist vorbei. Jetzt ist der Moment gekommen, hinauszugehen in die Länder, zurück in ihre Heimat, in ihre Regionen, in ihre Städte, von wo überall sie gekommen sind, um dort etwas Neues zu beginnen, um dieses Feuer, das sie in Salzburg damals schon vor 1300 Jahren empfangen haben, hinauszutragen in den ganzen Kontinent, nach ganz Europa. Liebe Freunde, wir glauben, dass die Zeit jetzt gekommen ist, noch größer zu denken als nur ein Pfingstevent in Salzburg. Nicht nur, und das sage ich als Salzburger, ein bisschen egoistisch an Salzburg zu denken, ein cooles Weekend, 10.000 Jugendliche, Lobpreis, Freude, sondern Pfingsten, Feste der Jugend an vielen verschiedenen Orten, in Wohnzimmern, in Pfarrhöfen, in Kirchen, kleineren und größeren. Bei dir zu Hause, irgendwo in deiner Umgebung, in deiner Region, aus der Ecke, aus der du kommst. 20 Jahre lang war Salzburg der Ort, um zu kommen, um sich entzünden zu lassen, um aufzudanken. Und wir haben sehr, sehr gerne diese Festivals für euch organisiert. Aber wir glauben, jetzt bist du
dran. Jetzt ist deine Zeit gekommen. Um uns richtig zu verstehen, wir Salzburger müssen unser Yes geben, das vielleicht kostbarste Apostolat oder eines der kostbarsten Apostolate, die wir haben, ein Stück weit sterben zu lassen, damit noch Größeres entstehen kann. Was heißt das konkret? Lasst uns gemeinsam groß träumen. Und da braucht es euch alle. Pfingsten 2022 wird es wieder in Salzburg geben, aber nicht mehr in der großen Version. Pfingsten 2022, Stand heute, wird es wahrscheinlich wieder hier geben, an dem Ort, wo wir begonnen haben, in der großen Aula der Universität, hoffentlich mit allen Plätzen befüllt. Das sind 600 Teilnehmer, vorwiegend Salzburger, vorwiegend Leute aus unserer Region. Mit größter Hochachtung müsst ihr mich jetzt verstehen, was ich sage. Wir wollen nächstes Jahr eigentlich niemand aus Deutschland, aus Südtirol, aus der Schweiz, aus den anderen Teilen Österreichs dabei haben, denn wir wünschen uns, dass ihr selber alle mit einem coolen Fest der Jugend beginnt. Ihr bekommt unser Know-how der vergangenen 21 Jahre. Ihr bekommt ein starkes Kick-off heuer im Spätherbst hier in Salzburg, wo wir die ganzen Köpfe zusammenholen werden für 48 Stunden. Ihr bekommt sehr gerne einen Megastream hier aus Salzburg. Wir werden ein starkes Programm anbieten. Wir streamen dieses Programm hinaus, damit ihr vielleicht, wenn ihr wollt, den einen oder anderen Teil auch übernehmen könnt. Ihr bekommt unseren Support, unser Gebet, unsere Ermutigung und auch unseren Segen. Die Shechina-Herrlichkeit Gottes möge an ganz vielen Orten geschenkt werden und nicht nur an einem Ort. Und dieses pfingstliche Feuer möge sich ausbreiten über unsere ganzen Regionen und Länder drüber. Wie? Noch einmal, durch dich. Richtig verstanden. Durch dich. Jetzt kommt deine Zeit. Die letzten 21 Jahre war unsere Zeit. Jetzt kommt deine Zeit. Fang an zu beten. Lass dein Herz entzünden für diese große Vision und schau in den kommenden Wochen im Gespräch mit anderen Freunden, mit Christen, mit Leitern in deiner Region und vor allem auch für all jene, die bei uns in der Gemeinschaft sind, mit Geschwistern aus der Gemeinschaft, vielleicht auch mit deinem Regionalleiter oder deiner Regionalleiterin. Wo könnte dieser Ort sein? Wo könnte der passende Ort sein, um Pfingsten 22 und folgend ein Pfingstfestival aufzuziehen? Überlegt, wo der richtige Ort ist, überlegt, aus welchen Personen euer Pfingstteam bestehen kann und überlegt, wer der Kopf dieses Pfingstteams sein wird. Dann, aber erst dann, schreibe uns ein Mail an pfingsten@loreto.at. Das merkt sich jeder. pfingsten@loreto.at. Bitte nicht heute Abend 150 Mails, die trudeln nämlich alle bei mir ein. 150 Mails, nette Idee, ich komme aus Unterbremstetten, bin alleine, bin introvertiert, bin schüchtern, bin was auch immer. Ich könnte schon einmal schauen. Nein, bei aller Liebe, das interessiert mich gar nicht so. Ja? Sondern ihr sollt anfangen, zusammen zu connecten, zu überlegen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das übernimmst. Und zu schauen, ich gebe ein Beispiel, weil ich Südtirol so liebe, die Südtiroler überlegen, hey, könnte es bei uns einen Ort geben, wo wir Pfingsten 22 feiern? Und dann laden wir die ganze Südtiroler Jugend ein und das Gleiche macht Bayern fünfmal und das Gleiche machen verschiedene andere deutsche Ecken fünfmal und Österreich macht das 6, 8, 10, 12 Mal und so weiter und so fort. Wo wirst du Pfingsten 2022 feiern? Womöglich viele klein, in einem Wohnzimmer oder in einem Pfarrsaal, womöglich aber auch einige schon größer in einer Kirche oder in einem Zentrum. Habt bitte Geduld, die Dinge müssen auch wachsen. Wir waren am Anfang auch nur 100, aber träumt sehr groß. Pfingstsamstag und Pfingstsonntag 2022. Überlegt euch für euch als Team jetzt schon ein cooles Programm. Fangt an, ab Jänner, Februar, März dann Leute einzuladen, die Youngsters eurer Gegend. Wir wollen die Köpfe im Oktober nach Salzburg holen für ein starkes Kickoff. Wir werden euch dann erzählen, was wir in Salzburg planen, ob ihr Teile von unserem Salzburg-Plan übernehmen wollt, den Stream übernehmen wollt. Unsere Vision für euch für 2022, für nächstes Jahr, das ist unsere Vision.
100 kleinere Happenings und 10 große Happenings. Unsere Vision für 2030, okay, in 9 Jahren, 1500 kleine Happenings und 150 große Happenings. Und jetzt Blick von oben auf die Landkarte Europas. Hammer. Hammer. Ich sage danke für 21 Mega-Pfingstfeste in Salzburg und ich freue mich unglaublich, dass die Mission für uns alle jetzt beginnt. Es braucht dein Yes und wenn du dieses gibst, dann werden wir Grandioses erleben in den kommenden Jahren. 10.30 Uhr beginnt die Messe, Sunday Morning, bitte um 10.27 Uhr wieder da sein, das ist in 15 Minuten. Herzlich willkommen zurück am Stream hier aus der Talk-Ecke. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tom und ich, wir dürfen heute eure Moderatoren sein hier aus der Talk-Ecke. Hier wird's richtig interessant. Und genau, wir hatten heute echt schon einen starken Start im Programm. Wir haben eine echt coole Lobpreiszeit gehabt. Ich hoffe, ihr konntet zu Hause einfach ins Gebet finden und mit Gott connecten. Und jetzt gerade eben hatten wir ein echt starkes Zeugnis von einer J9-Studentin, was mich persönlich voll berührt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Tom. Ja, total, total. Und jetzt gerade kam noch der Georg und hat über die Vision gesprochen, eigentlich wie Pfingsten weitergehen soll. Tom, jetzt haben wir gerade voll viel gehört. Also was nimmst du dir persönlich davon jetzt mit? Man merkt, es sind ganz viele Eindrücke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Vielleicht alle, die was noch frisch zugeschaltet haben. Wir sind hier direkt aus der Talk-Ecke und haben bei uns immer wieder Gäste, was wir gleich interviewen werden. Wir haben so 3-4 Themen, was wir heute Vormittag angeschnitten haben. Ja. Du hast gerade gesagt, Zeugnis eben von der Elisabeth. Wir nennen sie Philly, ist ja eine gute Bekannte für uns auch. Und sie hat uns einfach ein Zeugnis davon gegeben, wie sie Gott kennenlernen hat dürfen. Und ich möchte da kurz einen Schlüssel aufgreifen, glaube ich. Wenn jetzt Leute dabei sind, die was sie fragen, boah, ich kenne den Herrn und ich hätte so gern, dass der oder die den Herrn auch kennt. Wie kann ich das machen? Und wir haben gestern ein Zeugnis gehabt, oder ein junger Bursche erzählt, der Christoph, er glaubt, dass ein ganz, ganz großer Schlüsselgebet von seiner Omi war, die was über Jahre dafür gebetet hat. Heute haben wir ein Zeugnis gehört, wo es ganz, ganz viel drum gegangen ist, dass die Elisabeth erzählt hat, meine Mama hat mich mitgenommen zu einem Pfingstfestival oder zu einem Böller-Fest der Jugend, war das, wo sie null Bock gehabt hat und dann hat es diesen einen Moment gegeben und man merkt so viel, dass Gott einfach diesen einen Moment, diesen einen Taste-off braucht und ja, alles andere liegt irgendwo bei ihm. Voll, ich glaube, ein echt großer Schlüssel oder vielleicht der Schlüssel überhaupt ist Gebet. Das hat Christoph gestern auch in seinem Zeugnis gesagt, also seine Oma hat Jahre für ihre Enkel gebetet und er hatte so eine starke Gotteserfahrung und hat sich eigentlich bekehrt und hat jetzt eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und ich glaube, was der Punkt davon ist, ist, dass Gebet so eine Kraft hat. Und ich glaube, das darf auch eine Ermutigung für uns alle sein, für unsere Freunde zu beten, für einfach Menschen zu beten in unserem Umfeld, die wir lieben und die vielleicht Gott noch nicht kennen. Und wenn du die Frage stellst, was ist Gebet? Im Prinzip ist Gebet nicht viel was anderes, wie einfach eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Jesus zu haben, zum Herrn zu haben. Und sich dort einfach rein zu investieren, reinzulegen und einfach Gott zu suchen. Johannes Hartler hat das so schön auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, Gott in die Psalmen, Gott in der Bibel hindurch geht es ganz, ganz viel um eine Sehnsucht, Gott zu suchen, um eine Sehnsucht, dem einfach nachzugehen. Und wie Gebet funktionieren kann, zu dem haben wir ein kleines Video vorbereitet und das spielen wir euch direkt jetzt ein.
Das Leben ist so viel mehr. Sehnst du dich auch manchmal danach nach größeren Abenteuern, nach mehr Fülle und nach mehr Ruhe in dein Leben? Bei mir hat das begonnen, als ich angefangen habe, qualitative Zeit mit Gott zu verbringen und das täglich zu verbringen. Und ich möchte heute einfach ein paar Tipps geben, wie man so ein Date mit Gott machen kann. Erstens, such dir einen Ort. Ein Ort, wo schön ist, wo du dich wohlfühlst, wo du einfach sein kannst. Ein Ort, wo vielleicht noch nicht ständig wer in dein Zimmer reinkommt, wo du was vorbereitest. Du kannst eine Kerze anzünden oder ein Bild von Jesus dort haben, damit du deinen Fokus auf Gott richten kannst. Zweitens, such dir auch eine Zeit, wo das gut geht, ins Sein zu kommen, in die Stille zu kommen, Gott zu begegnen. Das kann in der Früh sein oder am Abend. Und schau, was für dich gut passt. Vielleicht ist für den Anfang täglich 10 Minuten gut oder dann später eine halbe Stunde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft erst nach einer halben Stunde es so richtig kommt, dass ich ankomme bei Gott. Deswegen empfehle ich da ein bisschen mehr vielleicht einzuplanen. Drittens, wie funktioniert Gebet überhaupt? Du kannst einfach mit Gott ins Gespräch kommen. Wie geht's dir heute? Erzähl ihm, was dich beschäftigt. Danke ihm für das Schöne, was du erlebt hast. Bitte ihn für das, was dein Herz bewegt. Oder lies in der Bibel. Sein Wort hat so viele Antworten auf deine Fragen. Und du kannst so vieles entdecken darin. Zum Beispiel im Psalm 39 steht, Herr, du hast mein Herz geprüft und du kennst mich, du kennst mich. Du kannst dieses Wort wiederholen, du kannst dieses Wort kauen. Musst gar nicht viel lesen. Lies vielleicht einen Satz, was will dir Gott heute in diesem Satz sagen? Und du wirst sehen, er spricht zu dir, weil er liebt es, mit dir zu reden. Er liebt es, deine Stimme zu hören. Und er liebt es, wenn du ihn deinen Lobpreis bringst. Viertens, du darfst total echt sein. Sei einfach du. Du darfst authentisch sein. Gott kennt dich, er weiß, wie du bist. Er kennt deine Stärken und deine Schwächen. Und du darfst so sein, wie du bist und mit ihm ins Gespräch kommen. Und fünftens, sei total kreativ. Geh doch vielleicht auch einmal in deiner Gebetszeit raus in die Natur. Er ist der Schöpfer, du kannst ihn entdecken in der Natur. Und du darfst dich auch führen und leiten lassen vom Heiligen Geist. Was soll ich heute tun in meiner Gebetszeit? Du darfst echt kreativ sein. Nochmal die Punkte für dich. Such dir einen Ort, eine gute Zeit. Schau, wie kann ich beten heute? Sei einfach du, sei echt und sei kreativ. Wow, das war ein starkes Video und wir freuen uns jetzt ganz besonders, dass wir den Anton in unserer Runde begrüßen dürfen. Anton, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in der Talk-Ecke. Ist ja, gemütlich genau. Bei uns, oder? Total gemütlich. Genau, wir hoffen, du fühlst dich wohl. Wir freuen uns, dass wir dir jetzt einfach ein paar Fragen stellen können. Du bist einfach ein total spannender Mensch, finde ich. Ein echt cooler Leiter. Und vielleicht erzähl den Menschen am Stream mal, wer du bist, dass wir ein bisschen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also ich bin der Anton, ich komme eigentlich aus Wien und bin jetzt seit 2,5 Jahren in Salzburg. Die Zeit verläuft schnell, ha? Ja, also, war davor ein paar Jahre in Augsburg und bin jetzt in Salzburg, bin jetzt im Leitungsteam von der Homebase Salzburg, bin verheiratet mit der Steffi und wir haben zwei kleine Buben, den Raphael und den Jakob. Wunderbar, Anton, du bist ein Mann des Gebetes, wenn man es so ein bisschen nennen kann. Du warst im Gebetshaus Augsburg über ein paar Jahre hinweg. Wir haben uns jetzt gerade ein Video angeschaut über Gebet, wie Gebet funktionieren, wie das gehen kann. Du hast mit denen über Jahre lang beschäftigt. Wenn du so sagen musst, okay, Gebet, wird das irgendwann langweilig? Gebet ist ganz oft langweilig. Also Gebet wird ganz oft langweilig. Nämlich immer da, wo wir diese Herzensverbindung zu Gott verlieren. Ich glaube, Gebet ist immer da, nicht langweilig, wo wir bei Gott sind. Weil Gott ist total interessiert an dir, Gott hat dich gern, Gott ist der Schöpfer des Universums, Gott ist das faszinierendste Wesen, das existiert. Wenn du bei Gott bist, ist Gebet nicht langweilig. Aber das Problem ist, dass wir oft diese Verbindung zu ihm verlieren. Und für mich dreht sich Gebet deshalb ganz viel darum, einfach diese Verbindung oder dieses Sein bei Gott zu suchen und zu kultivieren und einzuüben. Ich muss gleich nachfragen, so wenn du jetzt machst, Gebet wird langweilig. Wir verstehen Gebet ganz oft als kurzes Tischgebet oder kurzes Morgengebet, 15 Minuten.
Was war so deine längste Gebetszeit, was du gehabt hast? Keine Ahnung. Stunden, Tage? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gefehlt, aber. Aber auf jeden Fall mehr als 5 Minuten. Mehr als 5 Minuten. Mehr als 5 Minuten. Ja, also was du gerade noch nicht gesagt hast, also der Anton ist auch einfach ein unfassbar gesalbter Lobpreiser, Songwriter. Du hast auch schon verschiedene Alben rausgebracht. Magst du vielleicht darüber ein bisschen was erzählen? Über die Musik so? Ja. Ja, gerne. Also ich leite Lobpreis, seit ich 16 bin, glaube ich, oder so. Also vor 10 Jahren begonnen so? Genau. Wow. Schreib eigentlich, seit ich Gitarre spielen kann, schreibe ich Lieder, cool. Und habe dann vor über 10 Jahren mal so eine erste kleine CD-Produktion gemacht und habe letztes Jahr ein neues Album rausgebracht. Größer als? Größer als heißt es genau. Das ist hier in Salzburg entstanden, hier in den Home-Studios aufgenommen, von Andi Zilde produziert, und es war ein großer Herzenstraum von mir, einfach so die Lieder, die im letzten Jahrzehnt entstanden sind, auf CD zu bringen, und jetzt sind sie da, also schon seit fast einem Jahr jetzt. Ja, total schönes Album, wo es einfach um die Größe Gottes geht. Anton, möchte ich ein bisschen darauf einsteigen noch, du hast 2 Söhne. In der Familie lernt man doch sehr viel, vor allem als Jungpapi, und es wird immer wieder davon gesprochen, dass, wenn man selber Vater ist, lernt man es nochmal mehr kennen, wie Gott Vater sein kann. Hat dir das auch ein bisschen verändert, seit du selber Kinder hast? Ja, total. Also, es hat schon angefangen, bevor unser erster Sohn, der Raphael, auf die Welt gekommen ist, weil ich einfach das so als Verantwortung empfunden habe, neues Leben überhaupt schenken zu dürfen. Das ist ja unglaublich, dass ich sage, okay, wie der Maxi gestern gesagt hat, meine Frau und ich sind intim, dann wächst was. und dann entsteht neues Leben, das ist unglaublich. Wer bin ich, dass ich neues Leben schenken kann? Und dann gleichzeitig zu realisieren, und mir ist Leben geschenkt. Also ich bin, Gott wollte, dass ich bin, und ich darf das weitergeben. Das ist unglaublich. Und dann einfach, wie Kinder dich herausfordern, damit wie du selber bist, was du weitergibst, was sie brauchen. Und du merkst, boah, das brauche ich eigentlich auch. So wie mein Sohn Nähe braucht und Geborgenheit, das brauche ich eigentlich auch. Und da, wo ich das nicht empfangen habe, kann ich das von Gott empfangen und kann ich das weitergeben, so gut ich kann. Und da passieren sehr viele, werden sehr viele innere Prozesse einfach in Gang gesetzt, und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Wo fordern dir deine Söhne am meisten heraus, wenn ich fragen darf? Im Aushalten von Spannungen. Also wolltest du sagen, deine Söhne sind nicht nur immer brav. Ja, so wie ich. Das darf jetzt jeder verstehen, wo Spannungen sind, oder das kennen wahrscheinlich eh viele, familiäre Spannungen, was es so gibt zu Hause. Ja, ja. Anton, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals schon mal gesagt habe, aber du hast mal bei uns in der J9 eine Lehre gehalten über Herz zu Herz. Und das war für mich persönlich ein absoluter Schlüsselmoment. Also du hast eine Lehre gehalten darüber, was Gott eigentlich will, nämlich Herz-zu-Herz-Beziehung mit uns. Das hat für mich ganz, ganz viel nachhaltig verändert. Und ich würde dir gerne die Frage stellen, sorry, ist nicht ganz konkret, worum geht's Gott? Worum geht's Gott bei Herz-zu-Herz oder bei Gebet? What's the deal mit Gott? Richtig, worum geht's Gott wirklich? Gott geht's um dich. Gott geht's um dich. Und seine Sehnsucht ist, dass du ihm gehörst. Nicht in einem Sinne von, ich habe dieses Auto und jetzt habe ich dich, sondern so wie ich meiner Frau gehöre, so wie meine Frau mir gehört, so wie wir so eng sind und zusammen sind, so will Gott, dass du bei ihm bist und dass ihr zusammengeht und dass er sein Herz mit dir teilen kann und dass du dein Herz mit ihm teilen kannst. Und wir werden das hier, solange wir hier leben, nie ganz erfahren, nie in Vollkommenheit, aber da geht die Reise hin, und eines Tages werden wir ganz bei Gott sein und wir werden in ihm sein, so wie Jesus in Johannes 17 sagt, er betet, dass alle eins sind, dass wir auch im Vater sind, dass wir hineingenommen werden in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, und darum geht es, da geht die Reise hin, und das beginnt aber hier,
Dadurch, dass Jesus uns den Heiligen Geist gesandt hat, durch den wir hineingenommen sind in diese Beziehung, beginnt es hier und es ist das größte Abenteuer, auf das sich ein Mensch einlassen kann. Du sprichst von ganz viel von, man geht einfach mit Schritte gemeinsam mit dem Herrn. Jetzt gibt es derzeit vor allem in Salzburg und auch sonst überall ganz viele Lobpreiseschulungen für junge Erwachsene. Es gibt Jüngerschaftsschulen, die sind oft altersbeschränkt. Gibt es Lobpreisschulungen auch für schon Erwachsene oder Leute, die schon länger im Glauben unterwegs sind oder vielleicht schon ein bisschen älter sind? Also ich. Und wenn nein, könntest du eine gründen? Noch nicht. Ich kenne keine. Ich kenne keine jetzt mit spezifischem Fokus auf sag ich mal, nein, ich sage jetzt nichts. ältere Menschen einfach, ja, ich kenne keine. Aber was es natürlich schon gibt, sind einfach ganz viele Ressourcen im Internet, YouTube-Videos, Tutorials, Lehren. Würdest du sagen, das ist immer ein guter Start oder guter Einstieg? Einfach, ja, total. Ja. Ja, und vielleicht da gleich, falls das jemand von euch interessiert, dann auch die Ermutigung, einfach mal im Internet zu gucken, sich zu informieren. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Genau. Ja? Wir werden jetzt gleich überleiten zum Sunday Morning. Also wir haben einen Sonntagsgottesdienst. Berner, Lisa und Pratik, verzeih, haben wir schon interviewt heute, was uns den Sunday Morning vorgestellt haben. Anton, du bist da auch mit an Bord. Gib uns vielleicht ein Wort bezüglich dieses Thema Gebets. Wie kann ich mich jetzt auf den Sunday Morning genau einstellen? Nimm dir in dem Moment, bevor es das Sunday Morning beginnt, einen Moment, wo du die Augen zumachst, bei dir ankommst und sagst, Gott, ich bin da und ich öffne mein Herz für das, was du tun willst. Anton, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Wieder danke euch. Gleich raus, wo auch immer du dich jetzt genau aufhältst oder zurück zu deinen Söhnen. Na, zum Sunday Morning. Zum Sunday Morning. Direkt dabei. Ja, magst du dir bequem? Such dir eine gute Position, wo du den Sunday Morning miterleben kannst. Bleib drauf. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Bis später. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Willkommen bei der Home Church. Einen wunderschönen Pfingstsonntagmorgen wünsche ich euch. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Saal, aber ganz besonders die Home Church, die im Kapitelsaal mit dabei ist, den gotischen Saal und dich, der du von zu Hause aus mit dabei bist. Wir feiern heute gemeinsam Sunday Morning, gemeinsam Gottesdienst. Und wenn du dich fragst, hat die Home Church vielleicht schon wieder eine neue Location? Nein, wir feiern heute Sunday Morning im Rahmen des Pfingstfestes, im Rahmen vom Fest der Jugend in Salzburg. Und hier haben sich 400 junge Leiter, Multiplikatoren versammelt und wir feiern seit gestern Morgen unter dem Motto Shekinah, die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte eins versprechen,
Gottes Gegenwart ist so spürbar und Gottes Gegenwart wird jetzt bei euch sein, im Kapitelsaal, bei euch sein, im gotischen Saal und auch bei dir zu Hause. Ich bin tief bewegt und berührt von dem, was gestern Gott gewirkt und getan hat und ich freue mich auf alles, was jetzt kommen wird. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal beim Sunday Morning mit dabei sind, hier oder zu Hause, wie läuft so ein Sunday Morning ab? Wir starten gleich mit Worship, Lobpreis, wir wollen Gott die Ehre geben. Dann geht's weiter mit der Message der Woche, beziehungsweise Message des Wochenendes von Georg May-Mellenhof. Er wird sprechen über sehr lange, 100-jährige Prophetie und eben genau über diese Herrlichkeit Gottes. Wir haben es genannt, natürlich, übernatürlich. Dann geht es weiter mit dem Wortgottesdienst und der geht dann über in die Eucharistiefeier. Jetzt möchte ich dich einladen, aufzustehen, wenn du willst. Sei mit dabei, wir starten mit dem Worship und ich möchte Gott einladen, mitten unter uns zu sein. Er sehnt sie, mitten unter uns zu sein. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, durch deinen Geist. Wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Ohne den Heiligen Geist wird es die Kirche nicht geben. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du wirkst unter uns. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen, der jetzt mit uns verbunden ist, so sehr liebst. Dass du jeden Einzelnen, der jetzt da ist, der mit uns verbunden ist, ansiehst ohne Verurteilung. Dass du dich freust über jeden Einzelnen. Und dass du deinen Geist heute ausgießt über jede und jeden Einzelnen. Jesus, du bist gut. Du bist so gut. Und mein Gebet ist, dass du jetzt deine Güte, deine Herrlichkeit, deine Freude, deinen Frieden über uns ausschüttest. Wir möchten dir jetzt im Lobpreis die Ehre geben, weil du es wert bist, Jesus. Raise a hallelujah.
Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir, von deiner Herrlichkeit, von deinem Geist in unserem Leben. Und mein Gebet ist, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden Einzelnen an diesem Ort erfüllst. Schütte deine Herrlichkeit aus über uns. Wir sehnen uns nach dir. Heiliger Geist, heute feiern wir dein Fest. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du für jeden verfügbar bist, der dich empfangen will. Dass seit dem ersten Pfingsten du dich ausschüttest über so viele Menschen. Nicht wie früher, wo nur einzelne Menschen von dir erfüllt worden sind, sondern dass seit dem ersten Pfingsten du verfügbar bist für jeden Einzelnen, der sich nach dir sehnt. Und wenn du dir jetzt noch den Heiligen Geist sehnst, dann lade ihn ein. Egal wo du bist, ob hier im Saal, Kapitelsaal, gotischer Saal oder zu Hause. Wenn du dich nach dem Heiligen Geist sehnst, dann kommt er jetzt. Amen. Bitte nehmt Platz. Bevor ich jetzt das Mikro an den Georg übergib, möchte ich noch ein paar kleine Ansagen machen. Der Sommer steht vor der Türe und ich weiß nicht, was du im Sommer machst, aber vielleicht sehnst du dich nach mehr. Also mehr nicht mit 2e, also ich sehne mich total nach mehr mit 2e, aber ich sehne mich auch nach mehr mit stummen H. Und vielleicht sehnst du dich auch nach mehr und mehr. Und dieses mehr mit stummen H, wir haben zwei Programme im Sommer bei uns im Home. Das erste ist die J-Kompakt. Was ist die J-Kompakt? Es ist eine dreiwöchige komprimierte Jüngerschaftsschule, die von 26. Juli bis 15. August im Home stattfindet. Es wird gehen um Jüngerschaft, um die vier Hauptthemen in Jüngerschaft. Gott besser kennenlernen als deinen Vater, dich selber besser kennenlernen, dich selber besser annehmen zu können, Gottes Stimme hören und Jesus als Herrn in deinem Leben kennenzulernen. Und das zweite ist die Leiterschulung. Die Leiterschulung ist eine zweiwöchige Schulung zum Thema christliche Leiterschaft. Diese findet statt vom 23. August bis 4. September. Und wenn du die in Leadership zurüsten möchtest, dann sei dort dabei. Dort wird es gehen um einen Dreischritt, den wir so nennen. Also erstens, know yourself, lerne dich selber besser kennen. Zweitens, lead yourself. Lerne es, dich selber zu leiten und drittens, lead others. Nur so kannst du nämlich dann andere leiten. Also wenn du dich selber besser kennenlernst, dich selber leiten lernst, kannst du auch andere Menschen führen und leiten. Und um das wird es gehen in der Leiterschulung. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.home-salzburg.com. Und noch eine Sache, wir als Home Church haben eine Vision. Und unsere Vision ist es, Menschen in die Schönheit und Freiheit Gottes zu führen. Und wenn du vielleicht die gleiche Vision am Herzen hast und mit uns Kirche bauen möchtest, dann lade jetzt zu einer Kampagne ein, die folgendermaßen ausschaut. Wir suchen 300 Menschen, die uns ein Jahr lang unterstützen, jedes Monat 50 Euro geben und mit diesem Geld möchten wir weiter Kirche bauen, möchten wir weiter Menschen in die Herrlichkeit Gottes führen, in die Schönheit und die Freiheit Gottes führen. Danke sehr, Georg. Now it's your turn. Ich freue mich sehr über die Message. Übernatürlich. Danke sehr, liebe Lisa. Danke auch für das Pult, lieber Alex. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich heute an diesem besonderen Sunday Morning, pfingstlichen Sunday Morning, den Preach haben darf. Viele von euch, die mich sehr gut kennen, wissen, dass Pfingsten sich so in den letzten vielen Jahren so ein bisschen zu meinem
zu meinem Lieblingsfest. Also ich liebe Weihnachten, ich liebe Ostern, ich liebe Himmelfahrt, ich liebe alles Mögliche. Aber Pfingsten und den Heiligen Geist, da klopft mein Herz immer ganz besonders. Seit gestern, Pfingstsamstag früh, die Lisa hat es ganz am Anfang schon gesagt, haben sich hier in Salzburg 430 junge Leiter, Multiplikatoren an zwei Orten. Ein Ort ist hier die große Aula der Universität und ein Ort ist Luftlinie 350 Meter hinüber, der gotische Saal von St. Blasius, getroffen. Nach 15 Monaten, wo das eigentlich nicht möglich war, um gemeinsam wieder ein kleines Pfingsten zu feiern, eine schöne Salzburger Tradition. Und ich glaube, vielen von uns ist es so gegangen wie mir, gestern in der Früh, wie das erste Lobpreislied begonnen hat. Ich bin nicht wahnsinnig nah am Wasser gebaut, aber da sind mir echt gute Tränen runtergeronnen nach 15 Monaten gemeinsam mit 300 Leuten hier vor Ort wieder den Herrn preisen zu dürfen und anbeten zu dürfen. Und ich sehne mich, dass wieder vieles möglich sein wird in den kommenden Wochen und Monaten. Wir haben diese 430 jungen Männer und Frauen, die jetzt hier versammelt sind an diesem Wochenende, als Vorbereitung in den letzten Wochen und Monaten ein Buch gelesen. Ich glaube alle, also wir haben sie immer wieder innig darum gebeten. Und zwar dieses Buch, das heißt Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street. Azusa Street steht für eine der größten und spektakulärsten Erweckungen, die es in der Geschichte je gegeben hat. Vor etwas mehr als 100 Jahren in Los Angeles, in einer Straße, die heißt eben Azusa Street. Wir sprechen heute von der Azusa Street Erweckung, eine Markthalle, eine heruntergekommene Markthalle, wo 3,5 Jahre sich die Herrlichkeit Gottes herabgesenkt hat und unglaublichste Dinge passiert sind. Ich bin nicht umsatzbeteiligt, aber ich empfehle allen sehr, die zumindest dafür offen sind, sich dieses Buch zu besorgen und auch zu lesen. Denn in unseren 430 Herzen, und ich kenne einige oder gar nicht so wenige, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, ist etwas Erstaunliches passiert beim Lesen dieses Buches. Ein Feuer und eine Sehnsucht hat angefangen, in unseren Herzen zu brennen. Ich habe das selten erlebt beim Lesen eines Buches. Ich muss bekennen, dass ich nicht wahnsinnig viele Bücher lese. Ich lese die Schrift, die Heilige Schrift, brennt mein Herz auch immer wieder. Und ich habe andere Bücher gelesen. Aber ich habe es selten so stark erlebt, dass mein Herz so berührt worden ist mit einer Sehnsucht und mit einem Feuer und mit einer Leidenschaft nach, jetzt kommt das Wort von der Lisa wieder, mehr. M-E-H-R, nach dieser Shechina-Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was da hinten auch draufsteht, aber nicht nur an diesem Wochenende, sondern das möge so lang da draufstehen, bis wir keinen Beamer mehr brauchen und bis wir das nicht mehr brauchen, weil die Shekinah Glory alles erfüllen wird und erfüllen möge. Johannes Hartl hat gestern uns ein bisschen erzählt und erklärt, was die Shechina-Herrlichkeit, das Einwohnen Gottes bei seinem Volk bedeutet. Und ich darf jetzt über diese erstaunliche Prophetie sprechen, eine Prophetie, die im Jahr 1909, 1910, also ein bisschen mehr als vor 100 Jahren gegeben wurde, sozusagen am Ende dieser Azusa Street-Erweckung, und zwar gegeben wurde von den beiden entscheidenden Männern dieses Aufbruchs. Das war William Seymour und das war Charles Fox Barham. Und diese beiden geben übereinstimmend 1909, 1910 folgende Prophetie. Hört gut zu. In etwa, also nicht ganz genau, in etwa 100 Jahren, sagen Sie 1910, in etwa 100 Jahren wird es eine Ausgießung des Geistes Gottes und seiner Shechina-Herrlichkeit geben, die größer und weitreichender sein wird als das, was in der Azusa Street Erweckung geschah. Diese Erweckung wird langsam kommen und immer mehr werden. Und sie wird nicht punktuell sein, sondern sie wird überall hereinbrechen. Wer dieses Buch las, ist versucht zu sagen, so etwas wie damals in Azusa, das kennen wir kaum
aus der Urkirche. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wow, da sind schon sehr coole Dinge passiert, das, was niedergeschrieben ist. Aber wenn wir dieses Azusa-Buch lesen, dann müssen wir sagen, was ist da abgegangen? 3,5 Jahre, diese unglaublichen Zeichen und Wunder, diese Gegenwart Gottes, die geblieben ist. 3,5 Jahre, Tag und Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat. Und dann heißt es in dieser Prophetie, es wird etwas kommen, das noch größer und weitreichender sein wird. Und wann soll das passieren? Im Jahr 1910, sagen sie, in etwa 100 Jahren. Und wir sind diese Chosen Generation, die heute hier stehen darf und sagt, wohl in diesen Tagen. Ist es ein Zufall, dass wir in diesen letzten Wochen alle wir hier dieses Buch lasen, dass wir total berührt wurden, dass wir entzündet wurden, dass wir beginnen, verrückt und kühn nicht nur zu denken und zu träumen, sondern da und dort auch schon zu beten, dass wir beginnen, größer zu träumen, dass wir beginnen, Grandioses zu erwarten und zu erhoffen? Ist das ein Zufall? Sicher nicht. Es ist der Heilige Geist, der hier am Wirken ist. Die Zeit für meinen Preach jetzt hier beim Sunday Morning ist extrem knapp bemessen. Deswegen erlaubt mir bitte, dass ich nur so im Telegram-Stil, eigentlich müsste ich auf alle Punkte wirklich tief eingehen, aber im Telegram-Stil ein bisschen über die Zeichen der Zeit spreche, ein bisschen erzähle, was der Herr gerade tut. Bitte im Hinterkopf immer diese Prophetie aus dem Jahr 1910 habend. Elena Guerra, eine italienische Ordensschwester, sie ist selig gesprochen, große Verehrerin des Heiligen Geistes, drängte Papst Leo den 13. in vielen vertraulichen Briefen so rund um das Jahr 1900, also kurz bevor Azusa begann, ein Jahrhundert des Heiligen Geistes auszurufen. Und der Papst ging auf die Bitte dieser Ordensschwester ein mit einer eigenen Enzyklika, aber besonders mit einem Gebetssturm, den er damals initiierte, um eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes am Vorabend des 20. Jahrhunderts. Und was passierte? Erstaunliches, denn schon bald danach erfuhr man von diversen Geistausgießungen an verschiedenen Orten. Es ist ein bisschen der Humor Gottes, das Oberhaupt der katholischen Kirche, der Papst, startet mit einem Gebetssturm, bittet, dass der Heilige Geist kommt, um alle zu erfüllen, ruft den Himmel an und der Himmel gibt Antwort, aber auf seine Art und Weise. Die Geistausgießungen beginnen nämlich, aber nicht in der katholischen Kirche. Ich müsste sagen, noch nicht in der katholischen Kirche. Eine neue, wunderschöne, erfrischende, gewaltige Bewegung beginnt, die charismatische Bewegung oder auch Pfingstbewegung genannt. Heute, der Max hat es gestern schon gesagt, gehören ungefähr 600 Millionen Christen dieser Bewegung an. Es gibt weltweit im Moment 2,4 Milliarden Christen, also jeder vierte Christ gehört schon zu dieser gewaltigen Bewegung. Wir als Loreto-Gemeinschaft ganz sicher auch. Diese Bewegung eroberte die verschiedenen Kirchen in vier großen Wellen. Am Anfang waren es die Pfingstler, deswegen auch die Pfingstbewegung. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts waren es die protestantischen Kirchen, die von dieser charismatischen Bewegung erobert wurde. Bei uns in die katholische Kirche brach diese charismatische Bewegung so nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil herein und extrem spannend. Mit Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre bricht diese Bewegung in das Volk Israel hinein. Wir sprechen heute von dieser unglaublich spannenden Bewegung, da müsste man jetzt längere Zeit drüber sprechen, der messianischen Juden. Männer und Frauen, die dem Fleische nach Juden sind, aber durch eine Erfahrung des Heiligen Geistes erkennen, dass der Messias, auf den ja ganz Israel noch wartet, schon gekommen ist in der Person des Jeschua. Und sie stehen gemeinsam mit uns oder wir gemeinsam mit ihnen Seite an Seite und beten Jesus an. Und alle von euch, die den Römerbrief kennen und wissen, was der Apostel Paulus sagt,
die wissen jetzt, oh wow, was sind das für Tage. Also, wir erleben eine gewaltige Geistausgießung in den christlichen Kirchen. Wir erleben den Beginn dieser Geistausgießung im Volk Israel. Und seit einigen Jahren hören wir von einer ganz starken Erweckung in den muslimischen Ländern. Wir hören von Hunderttausenden, nicht von ein paar Hundert, von Hunderttausenden und Millionen von Muslimen, die Jesus begegnen in Träumen und Visionen auf übernatürliche Art und Weise, da wo Missionare nicht hinkommen, weil sie ihr Leben sofort geben würden, weil sie als Märtyrer sterben würden, greift der Herr auf übernatürliche Art und Weise ein in Träumen und Visionen, kommt er zu ihnen. Und sie lernen Jesus kennen und ganz viele werden Christen und lassen sich taufen und werden ganz viele von ihnen zu Märtyrern. Und das Blut der Märtyrer ist der Boden für noch Größeres. Das sind die Tage, in denen wir leben, liebe Freunde. Amazing, was gerade passiert. Innerhalb der christlichen Kirchen erleben wir seit einigen Jahren, habt immer diese Prophetie im Hinterkopf bitte, erleben wir seit einigen Jahren ein ganz neues und wunderbares ökumenisches Miteinander. Stein für Stein, Ziegel für Ziegel der Mauern, die uns seit Jahrhunderten trennen, werden in diesen Tagen abgetragen. Aufeinander zugehen, Vorurteile ablegen und vor allem viele neue Freundschaften. Das ist das Drängen des Heiligen Geistes in diesen Tagen. Nicht nur bei uns, Loretta, sondern das macht er in allen Gruppen und Kirchen der Heilige Geist. Wie Nicky Gamble, der Motor der Alpha-Bewegung, immer und immer wieder sagt, it's all about friendship. Und noch ein ganz großes und wichtiges Phänomen, über das ich kurz sprechen möchte. Und das ist Medjugorje. Seit genau 40 Jahren kommt die Mutter Gottes als Königin des Friedens bis zum heutigen Tag, jeden Tag. Und sie ruft uns auf zur Umkehr, sie ruft uns auf zur Nachfolge und sie ruft uns auf zu einem heiligen Leben. Für all jene von euch, die jetzt zugeschaltet sind, die regelmäßig auch in dieser Sunday Morning Gemeinde dabei sind, möchte ich euch bitten, also auch für alle, die nicht Katholiken sind oder die sich überhaupt mit diesem Thema Mutter Gottes, Maria, Erscheinungen ein bisschen schwer tun, möchte ich bitten um ein weites Herz in diesen nächsten wenigen Minuten, beziehungsweise ich bitte dich um das, was ich in meiner Jüngerschaftsschule vor 30 Jahren gelernt habe. Damals ist uns gelehrt worden, am Anfang dieser Jüngerschaftsschule, alles, was für dich jetzt dran ist, alles, was für dich gut ist, alles, wo du gut mit kannst, das ist. Aber das, was für dich im Moment zu steil ist, das lass einfach. Du musst nicht alles konsumieren. Und dieses Wort gebe ich bitte allen weiteren, die vielleicht in den nächsten 2-3 Minuten jetzt sagen, wow, das ist nicht ganz das meine. Marienerscheinungen, das ist uns Katholiken nicht fremd. Wir denken an Lourdes. Wir denken an Fatima und wir denken an ganz viele andere Orte, an denen die Mutter Gottes im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gekommen ist. Nie mit einer neuen Botschaft, nie, sondern immer wieder zurückverweisend auf das Evangelium. Immer wieder diese Botschaft, kehrt um zu Jesus, meinem Sohn. In Medjugorje, die Erscheinungen beginnen am 24. Juni 1981, ganz spannend, am Vorabend des Festes Johannes der Täufer. Und wir wissen, wer Johannes der Täufer war. Er war der Rufer in der Wüste. Er war der, der den Weg bereitet hat. In Medjugorje sagt die Mutter Gottes schon ganz am Anfang ihrer Erscheinungen, es wird das letzte Mal sein, dass ich komme. Unsere Gemeinschaft, die Loreto-Gemeinschaft, ist eine unmittelbare Frucht von Medjugorje. Unser allererster Gebetskreis im Oktober 1987, ich habe die große Ehre gehabt, damals dabei sein zu dürfen, war die Folge einer wunderbaren Wallfahrt ein paar Monate vorher. Wir sind seit 35 Jahren ganz eng verbunden mit den Botschaften der Mutter Gottes. Und viele von uns und auch viele von euch kennen die Geschichte von Medjugorje, kennen die wichtigsten Ereignisse, kennen die großen Anliegen der Mutter Gottes, kennen diese 5 Steine von Medjugorje. Erlaubt mir,
dass ich euch etwas Wunderschönes erzähle, eine kleine Geschichte, eine kleine Begebenheit erzähle, wo ich nicht weiß, ob die viele von euch kennen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch dieses Ereignis Teil von dem ganz Großen ist, das der Herr in diesen Tagen tut. Es gibt 6 Seherkinder in Medjugorje, die älteste ist die Witzka. Und die Witzka durfte über einen längeren Zeitraum das Leben dieses jungen Mädchens, dieser jungen Miriam aus Nazareth sozusagen sehen. Wir wissen ja über das Leben Marias, über das Leben der Mutter Gottes eigentlich ganz wenig in der Schrift. Und Witzka bekam dieses Geschenk, dass sie das Leben der Mutter Gottes sehen durfte. Sie hat alles niedergeschrieben und es wird der Tag kommen, wo sie das veröffentlichen darf. Und die Mutter Gottes erzählt der Witzka, das wissen wir, das hat die Witzka auch gesagt, die Mutter Gottes erzählt der Witzka, dass ihr Geburtstag der 5. August ist. Die Kirche feiert den Geburtstag Mariens am 8. September. Also wir feiern am 8. Dezember Maria Empfängnis und 9 Monate später Maria Geburt. In Medjugorje sagt die Mutter Gottes, ich bin am 5. August geboren. Ich finde das schön, dass auch sie Geburtstag feiert. Dass auch für sie dieser Tag wichtig ist, wo sie hier auf Erden geboren wurde. Ich finde das schön, auch wenn wir mal sterben, der Tag, wo du hier geboren wurdest, der wird nie in Vergessenheit geraten. Und sie sagt, die Mutter Gottes, am 5. August 1984, hat sie damals schon am Anfang gesagt, 1984 werde ich meinen 2000. Geburtstag feiern. Das ist ziemlich cool, weil das kann niemand von uns sagen, ja, dass er seinen 2000. Geburtstag feiern wird. 1984, also 16 vor, ist sie geboren. Und an diesem Tag, an diesem 5. August 1984, passierte in Medjugorje etwas absolut Erstaunliches. Die Seher erzählten, dass an diesem großen Festtag dem Teufel für einen Tag lang jegliche Macht und Autorität genommen wurde. Er wurde in Ketten gelegt. Für einen Tag, das war sozusagen ein Geschenk des himmlischen Vaters an seine kleine, wunderbare, demütige Magd, die er sich auserwählt hat und die er Yes gegeben hat, damit der Heilsplan Gottes auch Wirklichkeit werden konnte. Die Menschen, die tausenden Pilger, die an diesem Tag in Medjugorje waren, berichten von einer einzigartigen Erfahrung. Und zwar hat sich die Herrlichkeit Gottes, hat sich der Friede Gottes, der Shalom Gottes an diesem Tag auf diese ganze Gegend herabgesenkt. Die Menschen begannen laut zu weinen. Ganz, ganz viele von ihnen gingen beichten, weil sie ob der Herrlichkeit Gottes, die hereinbrach, ihre Sünden einfach bekennen mussten. Sie erkannten den Zustand ihrer Seele in dieser Wahrheit Gottes, in dieser Herrlichkeit Gottes. Und sie gingen beichten, über 70 Priester, so sagt man, hörten an diesem Tag durchgehend Beichte vor jedem Einzelnen, unglaublich lange Schlangen von Menschen, die angestanden sind. Und wie sie selber erzählten, diese Priester, ihre Stolen waren nass geweint von den vielen Tränen der Pilger, aber auch von ihren eigenen Tränen. Tränen der Umkehr und Tränen der Freude. Menschen, die an diesem Tag an den nahen Küstenstränden Kroatiens auf Urlaub waren, viele von ihnen brachen auf und fuhren mit dem Auto hinauf in die Berge nach Medjugorje, weil sie irgendwie spürten, es zieht uns etwas da hinauf in die Berge. Und sie kamen an und machten dieselbe Erfahrung. Und die Mutter Gottes sagte am Abend des 5. August 1984, heute weinte ich vor Freude mehr, als ich jemals vor Schmerz weinen musste. Ich denke, dieser 5. August 1984 war ein Vorgeschmack von dem, was ganz bald kommen wird. Bei den Erscheinungen 1917 in Fatima sagte die Mutter Gottes, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und der Kirche wird eine Herrlichkeit geschenkt werden, wie sie sie noch nie erlebte. Und der Kirche wird eine Herrlichkeit geschenkt werden, wie sie sie noch nie erlebte. Marthe Robin, eine besondere Frau, Französin, sie lebte Jahrzehnte ausschließlich von der Eucharistie. Ich durfte einige Male schon an dem Ort sein, wo sie gelebt hat. Sie starb im Februar 1981 und kurz vor ihrem Tod prophezeite sie, dass in unmittelbarer Zukunft die Mutter Gottes kommen wird und diese Erde besuchen wird für eine lange Zeit.
um die Welt zur Umkehr und Frieden aufzurufen. 4 Monate später begannen die Erscheinungen in Medjugorje. Als man in das Zimmer von Marthe Robin kam, sie lag auf dem Bett die ganze Zeit, sie lebte nur von der Eucharistie. Als man in das Zimmer von Marthe Robin kam, viele, viele französische Leiter kamen in ihr Zimmer und ihr erzählte von diesen Neuaufbrüchen, die gerade passieren in den 70er Jahren, die charismatische Erneuerung, die jetzt hereinkommt in unsere Kirche, die Geistausgießungen, die Zeichen und Wunder, wo Menschen geheilt werden. Das hat man ihr erzählt und gesagt, Marthe, du musst wissen, was jetzt gerade hereinbricht in unsere Kirche. Dann hat sie gesagt, ich weiß, aber ihr müsst eines wissen, es ist nichts im Vergleich zu dem, was ganz bald kommen wird. Und sie gab kurz vor ihrem Tod noch eine starke Prophetie. Sie sprach von diesem großen Pfingsten der Liebe, das ganz bald kommen wird, und sie betonte immer wieder, wie gewaltig es werden wird. Liebe Freunde, Azusa vor 100 Jahren, diese 100-jährige Prophetie, die charismatische Bewegung, die messianischen Juden, das neue ökumenische Miteinander, diese bombastische Erweckung unter den Muslimen, Medjugorje, der Triumph ihres unbefleckten Herzens, das große Pfingsten der Liebe. Das sind nur einige Puzzlesteine, die ich in diesem kurzen Preach erwähnen konnte und auch nur mit dem GMM-Horizont. Ich bin ein kleiner Mann, komme hier aus den Bergen Salzburgs. Aber ich habe nicht die ganze Weisheit, ich habe nicht den ganzen Überblick. Da würde es wahrscheinlich noch viel mehr geben, wenn wir andere hier raufholen, die sagen, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Aber es sind so ein paar kleine Dinge, die ich euch nennen wollte, und ich müsste noch viel mehr nennen. Ich denke in diesem Moment an die große 24-7-Bewegung. In Augsburg, in England, in Kansas, wo auch immer, dieses Movement des Heiligen Geistes, mehr und mehr Menschen wieder in das Gebet und in die Anbetung zu holen. Warum? Um diese speziellen Tage, die begonnen haben und die noch mehr und mehr kommen werden, auch mit Gebet vorzubereiten. Bevor Azusa im Jahr 1906 begann, gab es einen ganz wichtigen Mann. Sein Name war Frank Bettelmann. Und Bettelmann begann, alle Gruppen, alle Leiter in und rund um Los Angeles vorzubereiten und kündigte an, ganz, ganz bald wird etwas Grandioses beginnen. Und genau so war es. Wenige Wochen später begann die Shekinah-Herrlichkeit Gottes in diese Markthalle der Azusa Street einzuziehen. Er ahnte es, er spürte es, Gott sprach zu ihm und er war gehorsam und ging und bereitete das Volk Gottes vor. So wie Bettelmann vor 100 Jahren, so rufen auch wir Pfingsten 2021 uns selber und euch allen zu. Bereitet euch vor. Bereiten wir uns vor, das Grandiose hat schon begonnen, aber das absolut Grandiose steht unmittelbar bevor. Ich möchte für euch beten. Herr, was sind das für spannende Zeiten? Herr, danke für diese Ehre und für dieses Privileg, dass wir in diesen Tagen leben dürfen. Danke, Herr, dass du uns beim Namen gerufen hast. Danke, Herr, dass du uns herausgewählt hast, um dir nachzufolgen, Herr, um uns auf diesem Weg zu machen, mit dir zu gehen, Herr, dich immer besser kennenzulernen. Herr, zu lernen, deine Stimme zu hören, zu lernen, das zu hören, was der Geist heute in diesen Tagen der Gemeinde sagt. Und Herr, danke, weil es ist absolut amazing, was du tust. Herr, ich bitte dich, dass wir vorbereitet sind in unserem Herzen. Herr, möge es uns nicht so gehen, wie dem, den der Dieb in der Nacht überrascht, Herr. Möge es uns nicht so gehen, wie die Jungfrauen, die
die eingeschlafen sind, die gefeiert haben und die kein Öl mehr gehabt haben, sondern Herr, bereite unsere Herzen. Herr, weck uns auf und lass uns sehen, was du tust, was passiert um uns herum. Und Herr, rüste uns zu, rüste jeden Einzelnen von uns zu für das, was kommen wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich begrüße auch alle herzlich hier beim Sunday Morning zu diesem Pfingstfest. Immer wenn ich über den Heiligen Geist nachdenke, immer wenn ich den Heiligen Geist erfahre, und das gibt es immer wieder im Alltag, dann denke ich an ein Wort, das ein sehr großer Theologe der frühen Kirche geschrieben hat. Den habe ich etwas ausführlicher studiert, vor allem weil er sich mit der Heiligen Geisttheologie beschäftigt hat. Und er hat einen Satz geschrieben, der eine besondere Wirksamkeit hat. Und dieser Satz heißt: Der Heilige Geist ist derjenige, der uns mit Gott vertraut macht. Er ist der, der uns jetzt in diesem Leben schon mit Gott vertraut macht, sodass wir, wenn er kommt und wenn wir die Erfahrung machen, der sogenannten Shekinah, der Erfahrung der Gegenwart Gottes, dass wir nicht erschreckt sind, sondern dass wir erfreut sind. Der Heilige Geist will uns in die Freude der Gegenwart Gottes hineinführen. Und wir haben dafür einen wunderbaren Weg. Und dieser wunderbare Weg in dieser Welt ist vor allem der Weg über das Wort Gottes. Lassen wir uns ein auf das Wort Gottes, das uns heute den Glauben stärkt und das unsere Herzen öffnen will für die Gegenwart Gottes, für die Shekinah. Der Heilige Geist will uns dafür vertraut machen, für Gott will er uns vertraut machen. Mögen wir nicht erschreckt, sondern erfreut werden mit einer echten Freude, die überquellt und die nie zu Ende ist und nie zu Ende geht, die uns niemand und nichts nehmen kann. Bereiten wir uns dazu. Wir kommen jetzt zu einer Zeit der Umkehr. Und wenn du willst, dann erlaube jetzt den Heiligen Geist, Dinge aufzudecken, die dich von Gott trennen. Nimm dir jetzt diese kurze Zeit und schau, wo warst du nicht in der Liebe, wo warst du nicht im Licht Gottes? Was sind die Dinge, die dich von Gott trennen? Und ich möchte dir eines zusprechen: Wenn du diese Gewissenserforschung machst, mach sie unter den liebenden Blick des Vaters, der auf dich wartet mit offenen Armen, dass du umkehrst zu ihm. Du hast dein Leben am Kreuz für uns hingegeben, damit wir frei leben können. Und diese Freiheit möchte ich jetzt eintauchen. Und Jesus, ich möchte dir allen Lob und alle Ehre dafür geben. Musik.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes.
die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Und dein Gesicht bringt mich auf der See.
Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Halleluja! Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja! Liebe Zugeschaltete auf Livestream oder über Fernsehgerät oder wie immer, welches technisches Hilfsmittel ihr auch immer habt, vielleicht das Handy, der Heilige Geist verbindet uns alle. Meine Lieben, wir haben das Evangelium heute am Pfingsttag gehört. Aus Furcht vor den Juden haben sich die Jünger eingesperrt. Und ich denke mir, das ist die Furcht vor dem Tod gewesen. Die Furcht, auch umgebracht zu werden, wie ihr Meister Jesus getötet worden ist. Aber Jesus hat den Tod getötet. Er hat den Tod vernichtet und hat den Geist des Lebens eingehaucht. Und hier steht für Einhauchen, weil er sie anhaucht, dann haucht er ihnen auch ein. Dasselbe Wort wie im Genesis-Buch, das ist ganz am Anfang der Bibel. Enephysesen. Und das bedeutet einhauchen, sodass Leben entsteht. Lebenshauch. Dasselbe Wort ist hier verwendet. Jesus macht eine Wiederbelebung. Nach seiner Auferstehung gibt es für die Jünger eine Reanimation, eine Wiederbelebung durch den Heiligen Geist, den Jesus am Ostertag schenkt. Und das ist eine andere Wiederbelebung als die Wiederbelebung, die wir gehört haben, dann aus der Lesung am Pfingsttag. Und diese Wiederbelebung, die wir gehört haben in der Lesung aus dem Pfingsttag, ist nichts anderes wie die Folge von diesem Einhauchen Jesu, der uns alle anhaucht mit dem Lebensgeist, mit dem Geist des Lebens im Unterschied zum Geist des Todes. Und was ist das, was uns da berichtet wird in der Lesung? Es ist uns berichtet, dass Feuerzungen gekommen sind. Zungen sind nicht Zeichen von Tod. Zungen sind nicht Zeichen von Stummheit. Zungen sind Zeichen von Leben. Zungen sind Zeichen von
Sprachfähigkeit, von Kommunikation. Der Heilige Geist will uns zu einer Sprachfähigkeit bewegen, nämlich zu einer Sprache des Glaubens, zu einer Sprache der Kommunikation untereinander und einer Sprache der Kommunikation mit Gott, indem er uns mit Gott vertraut macht. Der Heilige Geist ist der, der uns lehrt, kommunikativ zu sein. Er überwindet Distanz und gleichzeitig schafft er Polyphonie, nicht Monotonie, sondern Polyphonie. Also das Ereignis zu Pfingsten ist ja ein polyphones Ereignis, ein vielsprachiges, ein vielklingendes Ereignis. Das ist das, was der Heilige Geist will. Und darin die Sprache des Heiligen Geistes zu finden und den Weg zu Gott hinzufinden, das ist das Ereignis der Schekinah zu Pfingsten, das uns damals berichtet worden ist von damals. Der Heilige Geist überwindet die Distanzen und wie dringend brauchen wir das in einer Zeit, in der wir, wie wir heute leben, wo Distanz gefordert worden ist manchmal durch diese komische Covid-Geschichte. Der Heilige Geist will diese Distanz überwinden, sodass wir neu kommunikativ werden, sodass wir neu kommunikationsfähig werden. Und dazu lädt uns der Heilige Geist ein. Es gibt einen Theologen in der Kirche, der hat gesagt, wir Christen sind wie die anderen, nur mit einem Unterschied, dass unserer menschlichen Natur eine Feuerzunge hinzugefügt worden ist. Und diese Feuerzunge bewirkt, dass wir mit Freude und mit Kraft eine Kommunikation mit Gott beginnen und gleichzeitig mit Freude und Kraft miteinander eine Kommunikation. Der Heilige Geist ist der, der Gemeinschaft stiftet und nicht Individualismus. Der Heilige Geist will uns zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, sodass wir eine kommunizierende Gemeinschaft vor Gottes Angesicht sind. Und das sind wir wahrlich heute auch hier und über die Grenzen dieses Raumes hinaus mit allen, die zugeschaltet sind. Wir wollen jetzt in die Fürbitte gehen für die Anliegen, die uns über needprayer.at erreicht haben und wirklich in der Fürbitte dafür beten und eintreten. Ich bete jetzt echt für einen jungen Mann, der seit vielen Jahren psychisch krank ist und sie jetzt selbst aus der Therapie entlassen hat, dass du wirklich kommst, Jesus, mit deiner Hilfe, mit deiner Heilung, mit deiner Befreiung. Du bist wirklich Sieger über alle Krankheit. Du bist unser Retter. Ich bete jetzt auch für eine Künstlerin, die besonders in der Corona-Zeit unter Depressionen, Angstzuständen und Panik leidet. Dass du wirklich kommst, dass du ihr Zukunftsperspektiven schenkst, dass du ihr tiefe Heilung schenkst, dass du sie berührst, dass du sie frei machst. Ich bete für einen Mann, der an Sex, Alkohol und Drogensucht leidet, dass du ihn vollständig heilst. Komm, Jesus, mit deiner Heilung. Komm mit deiner Befreiung, Jesus. Ich bete für die richtige Therapie und Kraft für seine Familie. Wenn wir schwach sind, dann bist du stark. Sei du wirklich unsere Stärke, sei du seine Stärke. Ich schließe auch alle anderen Suchtkranken mit ein, dass du wirklich der Gott bist, der Freiheit schenkt, der stärker ist als jede Sucht. Wir beten jetzt für einen Vater, der vor wenigen Tagen die Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium bekommen hat. Sei du wirklich bei der Familie, schenk wirklich Kraft, schenk eine echte Begegnung für ihn und für seine Familie, dass sie dich jetzt besonders in der schweren Zeit spüren dürfen, dass du der Tröster bist und der, der Kraft schenkt bist. Uns haben einige Anliegen über YouTube erreicht. So bete ich mit Martin für ein Ende der Corona-Pandemie. Du bist stärker als jede Corona-Pandemie, Jesus. So bete ich, dass du wirklich Ende, dass du vollkommen Beendigung einfach vor der Corona-Pandemie schenkst. Komm, Jesus.
Wir beten mit Judith um Heilung für ihre kleine Schwester, die an Brustkrebs erkrankt ist und jetzt bald eine OP hat. Du bist der beste Arzt, Jesus. Sei du wirklich bei den Ärzten. Schenk du Heilung und schenk Trost für die Familie. Und ab besonders beten wir mit Dagmar, die ebenfalls erkrankt ist und gerade in Reha ist. Schenke wirklich eine Zeit, wo sie wirklich geheilt werden kann, immer mehr Heilung erfährt, immer mehr Gesundheit hat und komplett genesen wird. Jesus, danke. Danke, Jesus. Zum Abschluss will ich auch noch in die Fürbitte eintreten für deine ganz persönlichen Anliegen, der du hier in der Aula bist, im gotischen Saal oder eben live mit dabei bist. Jesus, du kennst unser Verlangen, du kennst unsere Wünsche. Komm, Jesus, komm mit mehr Sehnsucht, komm mit mehr Feuer, komm mit mehr Hunger. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. In deinem Namen. Amen. Wir feiern jetzt gemeinsam Eucharistie. Und die Eucharistie ist ein großes Geschenk, in dem wir den Tod und die Auferstehung Jesus gemeinsam feiern. Die Eucharistie ist einerseits vielleicht einfach und trotzdem ein komplexes Geschehen. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam in dieses Geheimnis eintauchen. Bevor wir starten, lasst uns gemeinsam den Glauben bekennen. Und in unserem Glaubensbekenntnis heißt es, wir glauben an die heilige katholische Kirche. Und wenn wir katholische Kirche beten, heißt es allumfassend. Und es heißt, wir schließen den ganzen Leib Christi ein. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, jetzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt werden die Gaben für die Wandlung bereitet. Und die folgenden Handlungen und Texte sind durchdrängt von den Überlieferungen der Urkirche. In der Apostelgeschichte 2 heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und Jesus verspricht uns in Johannes 6, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes, sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern gerufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf den Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen, ja, singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche.
Das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Erzbischof Franz und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Geist beten wir, wie es Jesus, unser Herr, gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Pfingsttag hat der Herr den Heiligen Geist ausgesandt. Und er hat diesen Geist ausgesandt, damit wir Boten des Friedens sind. Wir bitten um den Frieden des Herrn und um die Kraft des Heiligen Geistes. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Gib uns dein. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Maranatha, komm, Heiliger Geist. Das ist ein Moment tiefster Intimität. Wir empfangen Jesus in Fleisch und Blut. Und wenn du mit uns verbunden bist, dann ermutige ich dich, auch ein Gebet zu sprechen mit mir gemeinsam, um Jesus zu empfangen. Jesus Christus, wir bekennen, dass du gegenwärtig bist, dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz und dass du dich uns ausgeliefert hast, dass du nicht aufhörst, dich uns hinzugeben mit Fleisch und Blut und dass aus deinem Herzen das Leben strömt hinein in mein Herz. Jesus Christus, du sagst, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und es in Fülle hast. Und jetzt in diesem Augenblick will ich dich empfangen. Ich öffne die Türen meines eigenen Herzens für dich, Jesus, und bitte dich, komm und umgib mich, komm und umarme mich, komm und tröste mich. Jesus, ich danke dir, dass in deiner Gegenwart immer Heilung passiert, Befreiung. Und jetzt in diesem Moment, dem ich mich mit dir vereinige, bitte ich, dass dein göttliches Leben in mein Herz hineinströmt. Ich sehne mich nach mehr von deinem Licht und mehr von deiner Gegenwart, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus.
Ich empfange dich, Jesus. Danke dir, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst und dass dein Geist sich vereinigt mit meinem Geist. Danke dir für diese tiefste Gemeinschaft, die ich mit dir haben kann und dass du als Gott mich auserwählst, um dich mit mir zu verbinden. Jesus, ich weiß, du sehnst dich so sehr nach meinem Herzen. Deine Sehnsucht nach mir ist so viel größer als meine Sehnsucht nach dir. Du möchtest die Ewigkeit mit mir verbringen. Und das ist der Grund, warum du mich in dieser Zeit auserwählt hast, hier zu leben, um dich besser kennenzulernen, um dein Herz zu studieren. Um mit dir zu träumen. Jesus, in deiner Nähe spüre ich Weite. Durch deine Wärme schmilzt die Kälte und in deiner Gegenwart heilen die Wunden. Jesus, ich danke dir für das größte Geschenk, das du mir gemacht hast, deinen eigenen Geist. Und ich empfange ihn. Heiliger Geist, wohne du in meinem Herzen. Ich will dein Wohnzimmer sein.
are so good to me, so good to me. Is running after me, and it won't stop. Your goodness is running after me, and it won't stop. Your goodness is running after me. Is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And it won't stop. No, it will never stop. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And it won't stop. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe der Heilige Geist in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke allen fürs Mitfeiern hier in diesem Saal, auch allen danke, die zugeschaltet sind und auf diese Weise mitgefeiert haben bei diesem Sunday Morning. Wir bitten jetzt um den Segen Gottes und um die Kraft des Heiligen Geistes auch damit. Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott hat die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen.
jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Das gewähre euch der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Danke, lieber Gerhard. Das war der 206. Sunday Morning. Große Freude, dass wir den heute gemeinsam dort zu Pfingsten feiern haben dürfen. Mein Herz ist echt voll Freude und geht über voll Freude, weil irgendwie haben wir auch schon sehr lange danach gesehnt, gemeinsam Gottesdienst mit so vielen Menschen zu feiern. Es ist echt was Besonderes und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du von zu Hause aus mit dabei wart. So cool, dass ihr als Home Church vom Kapitelsaal mit dabei wart. Ich grüße noch alle in den gotischen Saal. Wenn ihr wollt, nächste Woche 10.30 Uhr. Geht's weiter mit Sunday Morning 207 und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit, einen schönen Sonntagnachmittag. Ich freue mich auf alles, was noch kommen wird. Wir sehen uns. Liebes Lobpreisteam, ein Jubilus. To hide this weary soul, this bag of bones, and I tried with all.